Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute ist tatsächlich das letzte Hörspiel dieses Jahres. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit unserem letzten Hörspiel im Jahr 2023. Ich wünsche euch hiermit einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Spaß beim Anhören. Doch zuerst, falls noch nicht geschehen, wäre es ganz nett, wenn du den Kanal abonnierst, am besten gleich mit Klingelglöckchen, weil dann bekommst du auch in Zukunft immer eine kleine Information, wenn es was Neues hier auf dem Kanal gibt. Schönen guten Tag, hier Steintiger. Ja. Christina Weber spricht hier, bin Kontomanagerin von Eiffel Planning. Sie haben sich auf unsere Plattform Anmeldung gemacht. Darum bekommen Sie Anruf von mir. Aha. Es handelt sich um profitieren zu können. Ja. Um Kryptowährungen. Okay. Genau. Und um Handel anzufangen. Aha. Sie wollen aktives Handelskonto haben. Ja. Genau. Und ich rufe Sie an, um Ihnen zu helfen, Handelskonto Aha. zu aktivieren und all die Vorteile auch. Ja. Was Ihnen zusteht, Aha. zu erklären und damit Sie anfangen können. Ja. Handel anfangen können. Warum? Sind Sie Anfänger hier, Steintiger? Ja. Okay. Weil für Anfänger haben wir spezielle Vorteile. Also Sie bekommen eigenen Experten. Professionellen Hilfe werden Sie an Ihrer Seite haben, den Experten. Aha. Der Sie begleiten wird während des Handels. Ja. Und Sie werden immer voraus die Prognose wissen, also welche Position zu öffnen ist und Aha. welche Position profitabel ist. Genau. Aber bis Sie an Finanzexpert geleitet werden, ja. Sie sollen zuerst Konto anlegen bis zum Ende. Und darum helfe ich Ihnen dabei und rufe Sie an. Ja. Herr Steintiger, sind Sie mit dem Handy unterwegs oder haben Sie die Gelegenheit, auf dem PC das zu tätigen oder auf dem Tablet? Ja. Welches wollen Sie haben? Vor dem Computer? Oder sind Sie mit dem Handy gerade? Nee. Also Sie haben alle drei, dann wenn es sein sollte. Ja. Okay, hier Steintiger. Weil meistens sind die Menschen mit dem Handy unterwegs. Und darum? Also, das ist die Frage, ob sie jetzt gerade mit dem Handy unterwegs sind. Aha. Hier Steintiger. Minimale Einstiegskapital ist 250 Euro. Ja. Ab 250 hochwärts. Und danach, also Sie werden die Einstiegskapital auf Ihrem Handelskonto sehen. Ja. Dann werden Sie auch Zugangsdaten bekommen, weil Ihre Handelskonto gehört Ihnen und Sie sehen dort Profite. Aha. Profit, wo Ihr Geld liegt und genau. Ja. Dafür sollen wir zuerst Konto anlegen. Ja. Und darum habe ich gefragt. Und die Aktivationszahlungsmöglichkeiten ja. sind verschiedene. Welches benutzen Sie normalerweise? Na. Was ist Ihnen lieber? Manche haben Online-Banking, manche benutzen Kreditkarte, manche haben gar keine und die gehen zum Bank und... Also meistens habe ich immer den Schein auf der Tasche. Wie bitte? Meistens habe ich immer den Schein auf der Tasche. Was heißt Schein auf dem Test? Na, also Schein auf der Tasche. Also meistens habe ich immer den Schein in der Tasche und den zahle ich mit Bar. Ah, Sie zahlen mit Bar. Ja. Haben Sie gar keine Online-Banking? Doch, das besitze ich in der Tat natürlich auch. Ich habe da mehrere Karten dazu. Ich habe sogar Kreditkarten und PayPal habe ich auch. Amazon-Gutscheinkarten kann ich auch machen oder Steam-Gutscheinkarten. Je nachdem, wie Sie das gerne möchten. Nein, Sie brauchen nicht alles. Ach so. Es ist nur, nein, nicht alles. Sie sollen Ihre Aktivation ja. machen. Und Herr Steintiger, wenn Sie sagen, ich möchte mit Kreditkarte das machen, dann bekommen Sie Link von mir, was Sie öffnen sollen und aus Ihrer Seite werden Sie sehen, ja. ein paar Schritte zu machen, zum Ausfüllen. Wenn Sie entweder Visa oder Master haben. Ja. Nicht alles, nicht beides. Ja. Wenn Sie sagen, ist mir lieber Online-Banking zu machen, dann bekommen Sie von mir die Bankverbindungen. Ja. Dann können Sie ganz normale Online-Banking tätigen. Dann ja. werde ich per E-Mail die Bankverbindungen senden. Ja. Aber
Welches wollen Sie? Lieber per Kreditkarte oder per Online-Banking? Was ist Ihnen lieber? Das ist für mich ist egal, für Sie, was bequemerer ist. Weil, wenn ich Ihnen jetzt den Link sende, hier Steinfeger, dann sollen Sie da drauf klicken und dann wird es geöffnet, wenn ja. Sie vor dem Computer sitzen. Ja. Genau. Und dann sind ein paar Schritte zu machen. Ja. Würde ich Ihnen, wie Sie sagen, sagen Sie mir, welches Sie lieber ist für Sie. Plastik. Also Kreditkarte. Ja. Okay. Herr Steinfeger, ich lese ganz kurz Ihre E-Mail vor, wenn es aktuell ist. Ja. Okay. schaum.steinfeger94@googlemail.de. Ist das die aktuelle? Ja, Google Mail. Okay. Dann bin ich gerade dabei, an Ihnen E-Mail zu senden. Christina Weber heiße ich, Weber. Sie werden gleich E-Mail bekommen und sagen Sie mir beim Posteingang, ob Sie das bekommen haben. Dann hier, Steinfeger. Ja? Bin ich auf Lautsprecher gerade? Ja. Okay, lassen Sie mich auf Lautsprecher. Ja. Dann gehen Sie nachher, wenn Sie Computer haben, dann würde ich sagen, setzen Sie sich vor dem Computer und ich bin dabei, an Ihnen E-Mail zu senden. Mit dem Link, was Sie öffnen sollen und dann sehen Sie dann, so zum auszufüllen. Mhm. Paar Sekunden brauche ich dafür. Ja. Dabei. Okay. Machen Sie mich doch nicht selbst. Ich kann da warten. Ja, genau. Das dauert sowieso nicht lange. Sie werden es sehen. So 6 Minuten höchstens, aber Sie sollen es selbst auch sehen. Ja, ich kann da warten. Ja. Ist kein Problem. Schön. Habe gerade abgesendet. Christina Weber, schauen Sie bitte in Ihrem Posteingang. Also, da muss ich doch mal hier bei meiner E-Mail-Adresse drin gucken, ne? Ja? Schauen Sie mal im Posteingang, wenn ja. Sie das bekommen. Ja, ich nehme mal Platz auf mein Stühlchen, da gucke ich mal rein in der E-Mail. Schauen Sie mal bitte und sagen ja. Sie mir. Moment. Das ist schön, dass Sie mich auf Lautsprecher haben. Sollten Sie eigentlich schon haben? Ja, ich guck hier. Okay. Nee, ist nicht da, ist nichts gekommen. Schauen Sie mal, sind Sie 100% sicher, dass Ihre E-Mail-Adresse, vielleicht haben Sie mehrere E-Mail-Adresse? Ich habe auch noch eine andere, ja. Vielleicht haben Sie mit anderen Anmeldungen gemacht oder die ist aktiv. Okay, ich werde erneut senden. Warten Sie mal, lieber schauen wir mal und dann sehe ich noch. Okay. Habe erneut gesendet. Nein, irgendwie. Schauen Sie mal. Ja, ich gucke mal rein. Nee, ist noch nicht gekommen. Hallo? Ja, ich bin da. Das heißt, Sie haben falsche E-Mail-Adresse. Dann sagen Sie mir Ihre neue E-Mail-Adresse. Ja. Weil dann haben Sie wahrscheinlich, keine Ahnung, verwechselt und das ist nicht Ihre aktuelle E-Mail-Adresse. Ja, ich gucke mal. Das ist dann schon.steinfeger@mdccfun.de. Hast du aufgeschrieben? Eine Sekunde, ich versuche nochmal, bleiben Sie dran. Na klar. Weil es kann sein, dass es nicht falsch sein sollte. Eine Sekunde. Okay, ich werde erneut senden. Einen Moment. Ja, ich gucke mal. Okay, eine Sekunde. Noch nicht gekommen. Eine Minute, bin dabei, gerade zu klären. Werde Ihnen erneut senden. Ja. Okay. Hören Sie, sind Sie mit dem vierten, sind Sie, reiten Sie gerne? Ja. Okay.
Das ist gut. Smart Bunny. Okay. Weil, wenn Sie die aktuelle E-Mail-Adresse haben, ja, dann jetzt bin ich gerade dabei, das zu klären. Okay. Okay. Ansonsten schaue ich mal, bis ich jetzt die neue E-Mail-Adresse aufschreibe. Ja, ich komme mal warten. Papa, also eine Minute oder zwei, höchstens. So. Wissen, hier Steinfeger, wissen Sie schon, wie viel Sie verdienen möchten? Na, so viel wie es geht. Also ich will auch schon so endlich das so machen, wie ich mir noch ausfüllen kann. Ja, selbstverständlich. Und darum steigt man eben auch ein, um Traumsumme zu erreichen. Und ja, es gibt welche, die manche Haus kaufen wollen, manche Geldanlagen suchen. Mhm. Es gibt welche auch, dass sie persönlich unterschiedlich. Daher, ob sie schon bestimmtes Ziel haben. Ja. Also, da soll schon viel rauskommen. Also, so gut, dass da was überbleibt. Was überbleibt? Was wollen Sie? Wie viel brauchen Sie insgesamt, Ihre Ziele zu, also dieses Ziel, bestimmtes Ziel? Wie viel braucht das? Das ist keine Ahnung, ich habe ja kein bestimmtes Ziel. Aber. Ach so. Ja, ja, aber, na, Hauptsache, da kommt an sich was bereit. Zum Beispiel, keine Ahnung, so haben Sie alles, wunschlos frei. Ja, mal gucken, was da kommt halt. Also zuerst ausprobieren, meinen Sie, wie meistens Anfänger sagen. Ja. Zuerst schauen, wir gehen langsam angehen und dann, weil das ist die beste Möglichkeit, ans Geld zu kommen. Und daher zuerst, Sie werden Positionen öffnen, nachdem Konto aktiviert ist, Sie werden an Expert geleitet und Expert wird alles erklären, so sachlich, ja, wie Sie handeln wollen. Wissen Sie schon, mit welcher Währung Sie handeln wollen? Oder noch sind Sie am Überlegen? Das ist mir ja, ich habe doch bekommen für eine Kohle bereit. Dafür werden Sie einen eigenen Experten haben, von dem alles bisher bekommen haben. Eine Sekunde nur, bin ja gleich da. Natürlich, ich komme warte. Hallo, ja. Herr Steinfeger, diese E-Mail habe ich jetzt überprüft und diese E-Mail existiert nicht. Buchstabieren Sie mir die E-Mail, dann die neue, was Sie haben, so buchstäblich, buchstabieren Sie. Ja, soll ich die komplette E-Mail-Adresse von vorne bis hinten durchbuchstabieren oder geht auch nur hinten? Nein, Ihre E-Mail-Adresse, womit Sie mich an Ihnen sende, Sie sollen es erhalten. Ja. Darum. Buchstabieren Sie buchstäblich ganze E-Mail. Ja, also okay. Soll ich die ganze E-Mail-Adresse durch buchstäblich nieren? Ja, buchstabieren, genau. Ja, also von vorne bis hinten. Ja. Ja, also fangen wir mal mit einem S an. S, okay, S wie Siegfried. Dann kommt ein H. Kommt nicht CH oder kommt ein H? Ein H. H. Nach dem S kommt H, okay. Dann kommt ein A. Aha, okay, A wie Anton. Dann kommt ein H. Was? Ein H. Hm. Sagen Sie ein Wort, wie kann ich ein H verstehen? Hm. Na, ein H wie Nagelpilz. N, das heißt N wie Nordpol, meinen Sie? N, ja. N. Okay, habe ich N. S-H-A-N. Ja. Danach? Dann kommt ein Punkt. Punkt, okay. Ja. Und dann kommt, also nach dem Punkt kommt vielleicht ein S. S. Ja. Okay. Und dann kommt ein T. T. Jupp. Dann? Ein E. Ein E. Ein I. Jawohl. Ein N. Habe ich. Ein S. Habe ich. Ein E. Haben Sie? Ja, habe ich. Hm. Warum, wo sind Sie gerade eigentlich? Ich bin im Büro.
Aber warum ist das die Pferdegeschrei da hinten? Weil ich mag das, ich möchte mir auch mal irgendwann Pony kaufen. Deswegen habe ich immer den ganzen Tag in meine Bude Pferde-Pony-Sachen an. Hallo? Hallo? Der Steinfeger. Ja. Warum reden Sie so? Na, ich rede doch ganz normal. Okay. So, sollen wir jetzt mit der E-Mail-Adresse weitermachen? Selbstverständlich. Ja, wo sind Sie denn jetzt? Beim E. Nach dem F kommt Buchstabe E. Dann ja, dann kommt ein G. G? E. Warte. Buchstabe G. Ja. E. Dann kommt Buchstabe... Was kommt nach dem G? E, sagst du. Ein E. Ja, danach? Und dann kommt ein R. R. Danach? Dann kommt ein Ad-Zeichen. Ad-Zeichen, ja. Okay. Ja. Alles dann kommt ein, Hm. H meinen Sie? Nee, ein Hm. N? Ein wie, wie? Können Sie das Wort nicht sagen mit dem Anfangsbuchstaben? Ja, mir fällt immer auf der Schnelle nicht in. Ich bin auch nicht so kreativ, wenn man da so... also ein M wie, N, wie Nord... Nee, das andere. Das mit dem zweiten Buckel. Also, wie... Mondfahrzeug. Haben Sie? Wissen Sie, muss ich Sie was Persönliches fragen? Wie alt sind Sie? Ich bin 29. 29? Ja. Wow, voller Liebe, ganz jung. Ja. Aber, lesen Sie, in welche Teilen? Weil Sie haben ein klein bisschen Akzent, das mir ein bisschen schwer ist zu verstehen. Ich wohne in Berlin. In Berlin? Ja. Berliner Akzent, okay. Schöne Stadt übrigens. Ja. Metropole. Okay. Okay, nach aber man muss in Berlin, muss man immer aufpassen, da liegen überall Kacke jetzt hier auf dem Bürgersteig. Ja, dann soll ich jeder sauber machen. Ja, die lassen doch mal ihre Hunde überall hinscheißen. Okay, muss nicht sein, darum jeder soll seinen Scheiß aufräumen. Ja, genau, so sehe ich das auch. Also, hier Steinfeger. Ja. Nach dem F kommt, also welche Buchstabe war das? Also ein M, dann kommt ein D. D wie Dora meinen Sie? Nee, da kommt ein D wie, ja, genau. David. Ja, und dann kommt ein C, also wie so ein halbes U. Ja. Noch C. Eins? Zweimal C? Jo. Und dann kommt ein F. F. Jo. Habe ich? Wie jo. Friedrich? Ja, genau. Genau. Das war's? Nee. Dann kommt noch ein U. U. Jo. Danach? Dann kommt wieder ein N, wie Nagelpilz. N meinen Sie? Ja. Ja. Dann kommt ein Punkt. Punkt? Ja. Und dann D. B. Ja. B und E. Ja. Okay. Das ist die aktuelle E-Mail-Adresse, sagen Sie. Ja. Ja. Okay. Werde ich gleich versuchen. Okay. An Ihnen, wenn Sie das erhalten, und schauen Sie bitte auf Ihre Bildschirme. Und ist schon fertig, oder? Bleiben Sie bitte dran. Ja. Sie sind nicht bei der Arbeit gerade, oder? Nee. Okay. Dann versuchungswert ist das, weil diese Chance kriegt man nicht jeden Tag. Ja, vielleicht kann ich auch zwar nicht rufen. Mit so Vorteilen. Darum. Bis
wissen Sie was, ich glaube, Sie veräppeln mich. Und wenn Sie jetzt nicht die richtige E-Mail-Adresse haben, weil das ist auch die falsche E-Mail-Adresse. Wieso, haben Sie da was falsch gemacht? Doch, ich habe an Ihnen E-Mail gesendet, aber Sie erhalten es nicht. Na, dann müssen, lesen Sie nochmal vor. Wissen Sie was, ich sage Ihnen mein E-Mail und dann senden Sie mir per E-Mail was. Das können wir machen, Schreiben Sie mir Hallo dann wenigstens. Moment. Ich diktiere mein E-Mail. Ja, ich mach mal auf da ein bisschen. Moment. So, nun doch mal. Ja, ich höre. Okay, schreiben Sie K, Kaufmann. Ein K. Ein K, dann kommt R. Können Sie bitte ausschalten, dieser Hintergrund, sonst mein Kopf platzt. Bitte. Warum? Oder wenn ich es leise machen, weil das ist akustisch sehr störend. Aber ich mag das paar Geräusche. Okay, K, ja. Erste Buchstabe K, dann kommt R. Ja. R, dann kommt I. Ja. Dann kommt S. Ja. Dann kommt T. Ja. I. Ja. N. Ja. A. Ja. Punkt. Ja. Dann kommt W, W, also W. Ja. Mit zwei Füßen, dann kommt E. E. Hab ich. Dann kommt B. Ja. E. Ja. Weber, R. R am Ende nach dem E. Ja. Jetzt lesen Sie mal vor. Haben Sie Christina.Weber? Nee, da steht Weta. Sie sind, glaube ich, Dummkopf und Sie veräppeln mich. Warum sind Sie so gemein zu mir? Ja, warum? Warum veräppeln Sie mich? Mache ich doch gar nicht. Aber wie kann es sein, ich diktiere Ihnen buchstäblich und Sie sagen mir irgendwelche komische Sachen und dabei Sie haben falsche E-Mail-Adresse beides mal gesagt. Na, dann gucken wir nochmal. Also Christina habe ich. Christina haben Sie. Ja. Punkt. Ja. Danach W. Ja. Danach E. Ja. Danach B. Warten Sie, da hatte ich was falsch. Dann B, ja. Genau. Nach dem B kommt Buchstabe E. Ja. Danach kommt R. Ja. Danach kommt E-Mail-Zeichen, @. Ja, hab ich. Danach kommt A. A. F. F. Friedrich. Ja. F. Friedrich. Nochmal. Dann kommt also L. Moment, zwei Friedrich oder nur ihn? Nach dem E-Mail-Zeichen kommt Buchstabe A. Ja. Danach kommt Buchstabe F wie Friedrich. Danach kommt Buchstabe L wie Ludwig. Moment, ein L, ja. Hab ich. Welche Buchstabe haben Sie? AFL. AFL. Ja. Dann kommt Buchstabe P wie Paula. Ja. L wie Ludwig. Ja. A wie Anton. Ja. N wie Nordpol. Aha. Nochmal N wie Nordpol. Jo. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. Ja. G wie Gustav. Ja. Punkt. Ja. C wie Cäsar. Also wie Sie gesagt haben, eben wie halbes Null. Ja. Danach kommt O wie Otto, M wie Martha. Ja. Komm. Also steht da Apfel, also AFL planning.com. Richtig? Ja. Perfekt. An diese E-Mail-Adresse bitte senden Sie mir jetzt Hallo, Frau Weber. Oder einfach Hallo und wenn ich bekomme, sage ich Ihnen. Ja, hallo. Dann... Einfach an diese E-Mail-Adresse, genau. Und dann endlich sind wir in Kontakt. Gesendet ist reich. Gut, einfach Smile auch reicht. Okay. Ist angekommen? Nein, noch nicht, aber ich schaue. Eine Sekunde. Jawohl. Ja, sehen Sie. Warten Sie mal. Eine Sekunde, aber ich habe von jemandem... Nein, warten Sie mal. Hallo? Tante Weber. Tante Weber? Ja. Herbert Meyer. Was von meinem Vati? Ach so, jetzt habe ich bekommen. Ja. Dann warten Sie mal eine Sekunde. Hallo, Tante Weber. Ja. Okay. Also, das ist Ihre aktuelle E-Mail-Adresse. Da können wir hinschreiben, ja. Herbert, dann sind Sie... Sie hatten falsche E-Mail-Adresse. Herbert Meyer. Ups. @
MDCC. Okay. Dann an diese E-Mail-Adresse werde ich Ihnen jetzt Link schreiben und sagen Sie, dann sollten Sie jetzt 100%. Ich dachte, Sie veräppeln mich. Nee. Tatsächlich. Okay. Dann ich an Verzeih bitte. Dann bitte um Verzeihung. Aber interessiert mich auch brennend. Schauen Sie bitte, ob Sie jetzt erhalten haben. Ich gucke mal rein. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ja, ich gucke mal. Und jetzt haben Sie es tatsächlich bekommen, weil jetzt sieht man, dass Sie auch die aktuelle E-Mail-Adresse eingegeben haben. Ja, ist aber noch nicht angekommen. Ich guck wahrscheinlich mal ein paar Sekunden vielleicht noch. Ja, ich gucke mal hier in den Spam-Ordner. Okay. Oh, nee, ist noch nicht gekommen. Kann nicht wahr sein. Das ist aber komisch, da bei Ihnen ist. Bei mir ist alles fantastisch, außer. Aber sonst kommt doch auch die E-Mail ein, wenn man sie schickt. Wissen Sie was, ich habe jetzt noch einen Versuch. Ja. Ich mach mal hier aktualisieren. Oder schlag mich mal aus und lock mich mal wieder in, vielleicht klemmt da was. Schauen Sie bitte noch einmal, weil hier Maya, Sie sind Maya, oder? Nee, das ist mein Party. Ach so. Das ist aber komisch, das ist noch nicht da. Schauen Sie noch einmal. Was, ein kleines Mal. Was soll denn da per E-Mail kommen? Was steht denn da drin? Moment, jetzt ist was. Nee, ich glaube, das ist nicht von Ihnen. Hier steht 20% Rabatt auf Mobilfunktarif. Das ist, glaube ich, falsch. Nein, von Christina Schmidt sollen Sie E-Mail bekommen. Ich glaub, das Ihre E-Mail-Adresse ist herbert.meyer@mcc.de. Stimmt? Nee. Das ist die aktuelle E-Mail-Adresse. Das ist die von Main Party. Und da sollten Sie öffnen. Davon haben Sie mir jetzt E-Mail gesendet. Ach so, Moment. Ich guck mal da. Okay. Eine Sekunde. Ich versuche. Ja. Von unserer Vorsitzende. Eine Sekunde. Ich kläre das. Ist okay. Okay. Jetzt kommt Werbung. Ich mag jetzt keine sollten Werbung. Jetzt sollten Sie E-Mail bekommen haben. Schauen Sie mal. Moment. Von meinen Vorsitzenden. Jetzt ist noch warte hier. Nee. Also das ist auch voll auf was anderes, was hier gekommen ist. Jetzt steht hier was mit Immobilien. Aber das sind auch nicht die. Das wird von unserer Vorsitzende Jill Davis wird draufstehen. Und was steht da drin in der E-Mail? Von Jill Davis haben Sie jetzt E-Mail bekommen und ich habe Ihnen Link gesendet. Link. Was denn für ein Link? Vielleicht kann ich den ja so eingeben. Ich erkläre Ihnen, weil Sie sagten, Sie haben Mastercard und oder Visa-Karte, Kreditkarte. Und dann können Sie aus Ihrer Seite ausfüllen, ja. Ein paar Schritte machen. Ja. Weil Sie sagten, ansonsten, ich konnte an Ihnen die Bankverbindungen senden und Sie können Online-Banking machen. Sie haben für die Karte entschieden. Ja. Sie sagten, ich nehme Plastik. Ja, ja. Schauen Sie, das darum. Das ist richtig. Und jetzt,
Genau, darum habe ich Ihnen das gesagt. Und jetzt unter diese, wenn Sie das draufklicken, wenn Sie vor dem, sitzen Sie vor dem Computer, oder? Ja. Dann diese, klicken Sie da drauf zweimal und es wird ein Formular geöffnet. Ja. Und schauen Sie mal, was Sie sehen. Aber die E-Mail ist noch nicht da. Aber ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber vielleicht können Sie mir ja einfach sagen, wie der Link heißt. Ja, ich kann buchstabieren, aber Sie sollen da draufklicken. Ach so, aber Aber wissen Sie was? Ich sage Ihnen die leichteste Variante dann. Dann ja. Sage ich Ihnen. Haben Sie Online-Banking, haben Sie gesagt? So was habe ich auch, ja. Okay, also öffnen Sie Ihre Online-Banking. Ja, Moment, ich gehe kurz gucken. Oder zuerst schauen Sie beim E-Mail-Eingang, Posteingang. Ja. Zuerst Posteingang, lieber. Ich gucke nochmal in den Posteingang. Okay. Nee, ist noch nicht da im Posteingang. Von andere Sachen. Von Jill Davis auch nicht? Nee. Ist leider nicht da. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Schauen Sie mal, also mich interessiert brennend. Brennend und daher also. Was denn? Bin gerade dabei, was zu machen. Ja. Warum es nicht klappen sollte, weil wenn ich Ihre bekommen habe, dann sollten Sie auch meins bekommen. Ja, eigentlich schon. Genau. Jetzt schauen Sie bitte dran. Von Christina Weber. Nee, aber da kommt nichts. Vielleicht dauert... Das kann nicht sein. Wo sitzen Sie jetzt denn? Vielleicht sitzen Sie so weit weg. Überhaupt nicht. Schauen Sie im Posteingang. Ja, ich meine, wo sind Sie denn? Wenn ich sagen würde, in Berlin... Na gut, das ist ja gleich um die Ecke. Dann müsste die E-Mail auch schnell kommen. Normalerweise sekundenweise wird angekommen. Ja. Aber manchmal dauert es ein paar Sekunden. Ja, aber nun warten wir ja schon lange auf die E-Mail. Und den Spam ist auch nicht. Öffnen Sie Ihre Posteingang. Ja, ich bin da drin. Ich verstehe das nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Überhaupt nicht. Ich habe schon abgesendet. Ja, aber das kommt nicht. Entweder, also... Warum sollten Sie das anlügen, gell, wenn Sie das nicht sehen? Ja, naja, ich will ja da das mit dem Geld machen. Das begreife ich nicht, das geht ja einfach nicht. Tja, und nun? Also Sie haben ja gesagt, Sie wollen mir da irgend so einen Link sagen. Unbedingt werde ich sagen, aber eine Sekunde bitte, wenn Sie eben Zeit haben, dann ja. Würde ich das auch machen. Selbstverständlich. Ich habe als SMS gesendet, schauen Sie mal, wenn Sie das erhalten haben. SMS. Das ist doch eine Festnetznummer. Das ist das Festnetznummer? Ja. Womit ich mit Ihnen spreche? Ja. Dann werden Sie es nicht Ich kann mal gucken, manchmal kommt da auch eine SMS an. Ich gucke mal. So. Gucken wir mal da hin. Aber eine SMS ist hier auch nicht angekommen.
Ja, weil das ist doch, weil Sie sagten, es ist Festnetznummer, darum. Ja. Okay. Dann werde ich Ihnen diktieren. Ja. Bankverbindungen, dann ist das leichter. Ja, das können wir machen. Lieber, weil wenn Sie den Link öffnen, beim Link soll man ein paar Schritte machen. So ausfüllen, weitergehen. Schauen Sie mal, jetzt sollten Sie bekommen. Gucken wir nochmal rein. Jetzt sollten Sie aber bekommen. Moment. Nee, ist immer noch nicht da. Also ich weiß nicht, das kommt da nicht an, was Sie mir schreiben. Vielleicht. Wissen Sie was? Ja. Sie haben es bekommen. Sie haben es bekommen. Das steht hier. Ist nicht da. Ist wirklich nicht. Jetzt, Moment, jetzt ist was jetzt, gekommen. Das meinte ich. Ja, darum habe ich gesagt, zuletzt gesendete. Ja, das schauen Sie mal, hat gedauert. Ob da steht Christina Weber drauf. Ja. Und sehen Sie unten links? Kryptowallet in der Mitte steht. Oh, warten Sie mal, jetzt kommen ganz viele E-Mails. Moment. Jetzt steht ganz hier auch was mit Anmeldung. Dann haben Sie ja antwortet richtig, auf Tante Weber. Richtig, alles haben Sie angekommen. Und dann habe ich noch von Jill Davis auch noch mal eine E-Mail. Genau, das ist unsere Vorsitzende, wo ich Ihnen gesagt habe, und sie hat Davis. Jill Davis. Ja, das ist also ich richtig. Hab, dreimal ist jetzt was gekommen. Und von mir wahrscheinlich haben Sie schon 5 oder 6. Na, insgesamt sind 3 E-Mails. Genau. Jetzt. Sehen Sie, irgendwas war Stau. Das wahrscheinlich war doch technische Fehler. Keine Ahnung. Ja. Dann schauen Sie mal, zuletzt gesendete. Ganz, ganz am Ende. Ja. Von mir eben. Von Christina Weber. Ja. Haben Sie jetzt nämlich meinen Namen. Ja. Und schauen Sie mal. Wenn Sie jetzt vor dem Computer sitzen, klicken Sie diesen Link zweimal drauf und wird geöffnet. Ja. Schauen Sie mal, was Sie sehen. Jetzt ist ja so ein Ball mit CryptoPay-In. Richtig, dann haben Sie, gratuliere, Sie haben es richtig gemacht. Okay, jetzt, das sollen Sie jetzt ausfüllen und ich sage Ihnen, Sie haben schon zu sehen, was Sie da haben, aber in erste Kästchen, Sie sollen Ihre Name eingeben. Hab ich, ja. Aber schauen Sie mal, achten Sie da drauf, damit Sie alles richtig eingeben. Ja. Also Buchstabe, weil, einen Moment, ich sage für Sicherheit. Vorname? Ja. Nachname, zuerst Ihr Name, dann kommt Nachname. Ja. In zweiter Kästchen. Dann kommt Ihre Geburtstag. Ja, hab ich. Okay, dann sind Sie männlich. Kreuzen Sie an. Ja. Genau, dann kommt Ihre E-Mail-Adresse und da ist ganz wichtig, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Ja. Womit auch die Transaktion bestätigen. Ja. Und dabei beim Country, Sie sollen Deutschland eingeben, klicken Sie Pfeil drauf und gehen Sie bis unten, bis Sie Deutschland nicht sehen. Oh ja. Zuerst auswählen. Kein Problem, gehen Sie unten, weiter unten. Oh, das ist aber viel da in der Liste. Viel in der Liste? Ja. Ist Ihnen lieber Online-Banking? Wie schaffen Sie dann, brauchen Sie dafür ein paar Minuten? Nicht viel. Ich suche ja gerade noch das mit dem Deutschland, aber... Klicken Sie auf den Pfeil drauf. Ja. Oder ist es Ihnen lieber, dass ich aus meiner Seite versuche, für Sie zu Link zu aktivieren? Ich habe Deutschland, habe ich gefunden. Perfekt, perfekt. Wenn Sie Deutschland gefunden haben, okay, dann gehen Sie, beim Mobil. Ja. Was ist dann die nächste? Da Germany.
in Berlin, Berlin, Adresse Braunschweiger Straße 77, Sender Postleitzahl. Dann sind Sie perfekt, glaube ich. Und auf Senden oder Suppe mit. Warten Sie mal, bevor Sie weiterklicken. Country, haben Sie Deutschland eingegeben? Habe ich schon eingegeben, ja. State, das heißt Bundesland, Bundesland unbedingt. Ja, habe ich gemacht. Dann die Stadt Berlin, sagten Sie, Adresse, Ihre Straße, Hausnummer. Ja. Postleitzahl haben Sie. Ja. Citadel sollen Sie lassen, überspringen Sie das. Ja. Und Euro, Sie werden in Euro Geld verdienen, darum sollen da Euro bleiben. Ja. Sehen Sie unten Submit? Ja. Das heißt weiter. Klicken Sie bitte da drauf. Ja. Okay, sagen Sie jetzt, welches Bild Sie sehen. Signup steht drauf, oder was denn? Na, da oben steht jetzt Bitcoin und daneben Welches Bitcoin? Sie sehen jetzt Ihre... Sind Sie schon weiter? Weiß ich nicht, da oben steht Bitcoin und dann steht da Ethereum. Nein. Doch, das steht da. Ach so, Sie sind schon rüber. Einen Moment. Haben Sie so schnell alles ausgefüllt? No. Dann sollen Sie Bitcoin auswählen. Ja, hab ich. Und, aber bis dahin. Einen Moment. Okay, wenn Sie Bitcoin und Ethereum sehen, Bitcoin, auf welcher Seite steht es? Da, wenn ich sein, also es soll auf die richtige Seite sein, sonst wären Sie kein aktives Handelskonto haben. Steht Bitcoin rechts oder links? Links. Sie haben recht. Dann unten geben Sie Betrag, womit Sie starten möchten. Ja. Minimum ist 250, wenn ja. Sie mit, also ab 250 hoch wird. Ja. Wählen Sie Betrag aus. Hab ich gemacht. Haben Sie gemacht? Ja, dann habe ich da die Häkchen reingeklickt und weiter. Jetzt steht hier Please Select Your... Ein Moment, wenn Sie nicht richtig machen. Dann steht Step 3. In Step 3, Sie sollen... Sie wollen eingeben. Na, ich bin ja schon eine Seite weiter. Was haben Sie beim Step 3 eingegeben? Das, was da in der E-Mail drin stand. BC 1, Zahlen und Buchstaben. Ja, Wallet. Dann geht es weiter mit Q, X, T, X, Q, L, W, N, X, dann beim Step 3 haben Sie alles gekreuzt. Ja. Beim Step 4 alles gekreuzt, Submit, weiter, richtig? Ja. Sonst wären Sie... Dann, was sehen Sie jetzt? Kryptozahlungsmöglichkeiten. Ja, da ist so... Welche... Pleiade, Joa, Prevere... Richtig. Ich kann auch, mein Englisch ist auch Katastrophe. Sagen Sie mal eine Sekunde. Haben Sie Visa oder Mastercard? Das ist nur eine Visa-Karte. Klicken Sie auf die erste Visa zuerst? Ja. Okay, und dann jetzt, wenn Sie Visa haben, dann klicken Sie auch auf Visa... Ja. Und jetzt, was sehen Sie? Dann sollten Sie den letzten... Kartennummer. Letzte Seite haben. Und dann sollen Sie, wo Payment Detail steht, die Kartennummer, die 16-stellige Zahl eingeben. Ja. Geben Sie noch... Genau, danach kommt bis Datumsablauf, bis die Karte gültig ist, sollen Sie eingeben. Danach kommt unten... die auf der Rückseite stehende CVV, die letzte drei Zahlen. Und danach schauen Sie, werfen Sie Blick, bevor Sie weiterklicken, ob Sie alles richtig eingegeben haben. Und dann Pay Security. Danach werden Sie auf Ihre Handy sehen. Womit bestätigen Sie Ihre Transaktion? Bekommen Sie SIM-Code, PIN-Code, TAN-Code. Und die werden Sie zu lesen haben. Um Transaktion zu bestätigen, dieses Betrag, damit Sie diesen Betrag auf Ihre Handelskonto haben. Ja. Und danach sagen Sie, was Sie sehen. Sie werden zum Lesen bekommen. Bitte nicht auch auf. Danach werden Sie auch richtige Infos bekommen. So, jetzt ist ja 3D-Security-Prozess. Okay, zuerst die Nummer eingeben. Schauen Sie mal.
richtig, weil das ist Ihr Geld und Ihre... Jetzt läuft hier ein Countdown. 3, 2, 1, 0. Sie werden es sehen, wenn Sie alles richtig eingegeben haben. Was steht auf Ihrem Handy? Wie auf meinem Handy? Sie werden zu lesen haben. Manche bestätigen direkt, um Transaktionen zu bestätigen. Manche bekommen SIM-Code per SMS, Tankcode per SMS, was Sie freischalten sollen. Oder Sie sehen, die Betrag, was Sie ausgewählt haben, ist schon Transaktion getätigt. Sie werden es lesen. Was steht da? Da steht your order, here is the summary of your order, Transaktion, BPP, Ding, 3. Nachdem Pay Security, haben Sie Pay Security geklickt? Ja. Okay, was steht danach zum Lesen? Na, danach steht, here is the summary of your order. Deutlich bitte, sagen Sie deutlich, sonst höre ich nicht. Na, hier ist the summary of your order. Machen Sie das extra, ich höre Sie gar nichts. Nicht? Warum hören Sie mich nicht? Doch, wortlich höre ich, aber ich höre, was Sie sagen. Nicht. Ja, so, na, hier steht... Welches Bild steht? Na, haben Sie SIM-Code bekommen, öffnen Sie als SMS oder haben Sie direkt bestätigt? Wie meinen Sie das? Sowas kriege ich nicht. Wie viel Betrag haben Sie ausgewählt? Was haben Sie eingegeben? Na, 250. Okay, dann sollten Sie da haben 250 Amount oder 250 schon komplett bestätigt. Ja. Was steht drauf? Lesen Sie bitte. Na, Total Amount 250 Euro. Total Amount? Ja. Total Amount? Ja. Machen Sie Foto davon. Machen Sie Foto davon und senden Sie mir per E-Mail. Ja, kann ich machen. Legen Sie bitte nicht auf. Ich schaue an, ob Sie es durchgeführt haben. Ja, an Christina Weber. Ich gucke. Senden Sie mir. Ich kann das ja alles mal reinkopieren in die E-Mail. Moment. So. Wie ist für Sie bequemerer? Ich empfehle abfotografieren oder Screen oder per Anhang, per PDF. Habe ich jetzt gesendet. Damit fangen Sie an. So. Also das werden Sie gleich auf Ihrem Handelskonto haben. Das meine ich. Und darum soll ich das gemacht werden. Ja, so. Ist schon angekommen. Noch nicht, aber ich schaue, Sekunde, Sie haben es per E-Mail gesendet. Einen ja. Moment. What? Jetzt gerade schaue ich mal. Ist es angekommen jetzt? Irgendwas ist angekommen und ich schaue das an, was Sie da... Ja. Your hair. Nee, das ist das Moment. Ja. Eine Sekunde, vielleicht jetzt. Ja. Machen Sie per Anhang, Sie haben Screen gemacht, oder können Sie per Anhang machen? Sie meinen Sie das? Ich habe Screen kopiert, was da drin steht. Das ist kopiert, nein, per Anhang. Können Sie bitte per Anhang? Das habe ich noch gar nicht Screenshot gemacht. Screenshot oder an, ach so. Screen oder per Anhang? Ja, Moment, da guck ich mal. Ach da. So, da muss ich mal gucken, wie das geht. Moment. So, jetzt mache ich hier so ein Von Bildschirm habe ich jetzt markiert. Per Anhang? Na, ich muss erstmal so hier, so jetzt muss ich das abspeichern. So, ich habe das jetzt auf dem Computer gespeichert. Machen Sie bitte einmal, nicht hundertmal, einmal. Was meinen Sie? Ich mache doch gerade das Bild. Gut, per Anhang. Ja, so jetzt okay. Muss ich, warten Sie, da gehe ich mal auf Antworten. Hier, Antworten und dann kann ich da das Bild reinschieben. Moment. Muss ich mal gucken, wie das geht. So, hier offen. Da habe ich das Bild drin. Moment. So, habe ich jetzt gesendet, das Bild. Sofort schaue ich an, ist was angekommen und jetzt sollte ich sehen. Einen Moment. Ja. Es wurde nicht getätigt. Wie meinen Sie das? Einen Moment. Ja. Wissen Sie was?
Hatten Sie auf Ihrem Konto 250, so viel Kapital, oder hatten Sie gar kein Geld auf Ihrem Konto? Na, ist weil doch Sie eine 200... Kreditkarte. Genau, per Kreditkarte, aber Sie sollten auf Ihrem Handelskonto 250 haben. Ja. Haben Sie 250 gehabt? Oder vielleicht haben Sie nicht so großen Betrag, also so viel Betrag. Na, das ist doch per Kreditkarte egal. Nein, aber wenn Sie zum Beispiel dort 100 Euro haben, man kann nicht 250 als Startkapital nehmen. Na, aber Kreditkarte heißt doch, da ich gehe ins Minus und dann wird abgebucht von meinem normales Konto. In Minus weiß ich nicht, anscheinend geht nicht im Minus. Und darum wurde okay. Nicht geklappt. Ja. Sagen Sie mal, ich werde Ihnen die Bankverbindungen senden. Ja. Dann versuchen Sie es mit Bankverbindungen. Aber sagen Sie mal, sind Sie nicht sicher, ob Sie da den Betrag haben? Meinen Sie das? Nein. Wenn Sie auf Ihre Konto, das ist Ihre Startkapital. Ja. Wie kann man Transaktionen machen, wenn Sie kein 250 dort nicht haben? Na, aber auf Kreditkarte hat man doch kein Geld drauf. Das heißt ja Kredit. Kredit heißt, ich gehe ins Minus. Und dann wird abgebucht. Aber ansonsten haben Sie kein Geld drauf. Sie dachten, Sie gehen in Minus. Na, es ist doch immer so bei der Kreditkarte. Kreditkarte heißt doch Minus. Nein. Doch. Okay, ein Versuch noch. Ich kann schauen, woran es liegt. Okay. Ob Sie Geld haben oder nicht haben. Ja. Es gibt ein Programm, das ich aus meiner Seite Ihnen helfen kann. Ja. Das heißt Anydesk. Haben Sie es zufällig? Meistens kennen Anydesk. Nee. Okay. Dann ich buchstabiere Ihnen. Sie können das in Sekundenweisen runterladen. Ja. Dann kann ich schauen, woran es liegt. Ja. Okay. Öffnen Sie bitte Google Chrome. Ja. Browser Google Chrome. Ja. Ihre, okay. In Suchleiste geben Sie große Buchstabe A oder einfach A, groß oder klein spielt keine Rolle. Ja. Buchstabe A einmal, dann Buchstabe N, Nordpol, Y. Ja. Buchstabe D, Dora. Ja. E, Emil. Ja. S, Siegfried. Ja. K. Kaufmann? Ja. Okay. Und jetzt auf Enter klicken. Anydesk. Sehen Sie Anydesk? Ja, so eine aprikofarbene Seite. Genau. Anydesk, Enter. Und dann jetzt, wenn das erscheint, herunterladen. Kostenlos. Da steht entweder downloaden oder herunterladen. Ja. Welche sehen Sie? Da runterladen, ja. Genau, das ist kostenlos. Klicken Sie da drauf und in zwei Minuten nicht mal haben Sie das auf Ihrem Display. Sie haben es zu sehen und dann kann ich schauen, woran es liegt. Ja, ja, ich denke. Eine Sekunde, eine Minute. Ja. Haben Sie Ihr Display runtergeladen? Ist auf Computer, ja. Okay, sehen Sie jetzt die, okay, haben Sie diese Zahlen schon geöffnet? Das sollte eine neunstellige Zahl sein. Klicken Sie auf Display, diese rote Zeichen, dieses Symbol von Anydesk einmal drauf und dann wird es geöffnet. Sehen Sie diese rote Kästchen mit in der Mitte so wie viereckige weiße, wo ähnliches drauf ist. Dieses Symbol draufklicken und dann wird so Arbeitsplatz geöffnet, wo drauf steht ähnliches. Unten, von dem Computer, unten links. Ja. Sollten Sie kleine Zeichen, diese rote von ähnliches haben, klicken Sie da drauf. Browser ist es. Ja, Browser. Ja. Da draufklicken, bitte. Und dann haben Sie schon zu sehen, die Zahlen, neunstellige Zahl. Ja. Okay. Sagen Sie mir bitte diese Zahl. Da steht eine 1. Eine 1. Eine 0. Ein Moment. Eine 1. Ja. Eine 0. Ja. Danach? Noch eine 0. Eine 0. Ja. Dann kommt eine 5. Eine 5. Ja. Dann wieder eine 0. 1. 0, 0, 5, dann wieder ein 0, ja, sagen Sie. Und noch eine 0. Danach? Noch eine 0. Noch eine 0. Noch eine 0. Das kann nicht sein, stimmt das? Jo. Okay. Und noch eine 0.
Da steht 1005000000. Und dann? Nix. Neunstellige Zahl soll sein. Warum quietscht denn so in der Leitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und wie viel? Nach dem 5 kommt 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Ja. Nein, das stimmt nicht. Nee, nee. Doch, nee. Doch, das doch, steht da. Das kann nicht sein. Warum quietscht denn das so in der Leitung? Sie haben es, nicht ich. Haben Sie da Lautsprecher an? Nein, Sie haben Lautsprecher ein. Ach so. Ja, und nun? Hat jetzt geklappt? Nein, die Zahlen, buchstabieren Sie mir die Zahlen. 1, 0, 0. Ja. 5, 5, 0, 0. Nee, eine 5, nicht 2 5. Ich glaube, Sie veräppeln mich. Und wie kann ich Ihnen helfen? Versuche die ganze Zeit. Na, da sagen steht 1005000000. Hallo? Ja, ich bin da, aber irgendwie, ich kann... Ich wollte Ihnen aus meiner Seite helfen. Ja, na, aber nu, was mache ich jetzt? Hallo? Ja, ich bin da. Wie bitte? Ich habe Sie nicht akustisch verstanden. Eine Sekunde. Ja. Weil die Buchstaben kann nicht sein. Wieso Buchstaben? Das sind doch Zahlen. Nein, ich glaube, Sie verreppeln mich von Anfang an. Warum? Wieso glauben Sie sowas? Hallo? Hallo? Ja, Herr Meier, ich bin hier, aber das geht nicht. Nee, ich hab versucht, nicht Meier. Meier heißt mein Vati. Ja, was machen wir nun? Sie reden nur nicht mehr. Sie, also ich glaube, Sie haben kein Geld mehr da drauf, darum. Kein genug Kapital. Ja. Ich glaube, Sie haben nicht 250, darum wurde nicht durchgeführt. Doch. Auf mein Konto heißt 250 Glocken. Sie haben kein Kapital da drauf, darum wurde nicht durchgeführt. Ich wollte mit AnyDesk helfen, aber Sie, also die Buchstaben stimmt nicht, das kann nicht sein. Na, ich habe Ihnen doch Zahlen gesagt, keine Buchstaben. Haben Sie da was falsch geschrieben? Nicht Buchstaben, nein, nicht Buchstaben, sondern Zahlen. Ja. Wissen Sie was? Sie können, wenn Sie wollen, ausnahmsweise, ich kann Sie morgen anrufen oder ich kann Sie in ein paar Stunden anrufen wieder. Wenn Sie die Kapital schaffen, ja. Ich lasse Sie auf die Warteliste. Vielleicht haben Sie jemanden, den Sie ausleihen können. Oder wenn Sie Bar haben, Sie können auch auf Ihre Kreditkarte einzahlen. Verstehen ja. Sie? Oder Sie können, ja, kann sein, dass Sie nicht auf dem Konto haben, aber Sie können Bar einzahlen und danach mit, ich ja. Ich habe herausgefunden, warum das nicht geht. Warum? Weil Sie haben nicht genug Kapital da drauf. Nee, weil ich einfach Betrügern kein Geld gebe. Wir sind keine Betrüger. Sie können doch. Das recherchieren. Sie können selbst eingeben. Habe ich ja gemacht. Und ihr seid Betrüger. Und ich habe dich die ganze Zeit nur... Ja. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Sean Steinfeger, ja? Steinfeger. Herr Steinfeger, hier spricht Alexander de Leon von der Europäischen Finanzbörse. Also Sie haben sich vor 2 Tagen sich angemeldet bei unserer Werbung, ja? Und Herr Steinfeger, hier... Also ich werde Ihnen jetzt weitere Schritte des Online-Handels also erklären, ja? Und am Ende können wir Ihre kontaktieren. Haben Sie dafür Zeit, Herr Steifinger? Ja. Ja, haben wir Zeit. Okay, alles klar. Aber dann machen wir so. Unter Ihrem Namen, Herr Steifinger, habe ich keine andere Konto, aktiviertes Konto gesehen. Das heißt, dass Sie in diesem Bereich neu sind, ja? Unerfahren sind. Oder? Herr Steifinger? Ja. Sie sind unerfahren. Haben Sie bestimmte Erfahrungen in diesem Bereich? Moment. Wie bitte? Moment. Nein, oder Moment? Haben Sie Moment gesagt? Herr Steifinger, hören Sie mich? So, was denn? Ja, haben Sie Erfahrungen im Online-Handel? Wobei? Also bestimmt, haben Sie mit Kryptowährungen also beschäftigt bisher? Ja, aber das ist ja dann Investition, nicht ja, Online-Handel. Ja. Online-Handeln, aber Sie... Nee, Online-Handeln ist ja eBay.
Nein, ja, also doch. Online-Handeln generell, sage ich, ja, generell. Haben Sie ja, das Erfahrung? Ist ja dann bei eBay und so, ja, da habe ich generell Erfahrung. Nicht nur eBay eigentlich, aber nee, ja, eBay. Okay, kein Problem. Ich muss eBay. Jetzt also verstehen, wie, also muss ich grundsätzliche Dinge auch erklären oder möchten Sie, also Sie verstehen aber, ja, Herr Steifel. Ja, Sie können gerne noch ein paar grundsätzliche Dinge erklären. Okay, alles klar. Ja, Herr Steifinger, also es ist wie gleich wie beim Markt, also ja, Sie kaufen und verkaufen die Waren, die relevant sind, also in so einer Zeitung werden Sie kaufen, indem die Preise untergesunken, also abgenommen sind, ja, und danach natürlich wieder verkaufen diese Waren, wenn diese Preise hoch angestiegen sind. Und so durch durchschnittliche Unterschied zwischen Kaufen und Verkaufen macht ihre Gewinne, ja? Sie verdienen das Geld. Aber diese machen sind Sie also... Noch dran? Ja, hören Sie mich? Ja, jetzt höre ich wieder was. Ja, Sie waren gerade nicht da. Ja, ich bin hier. Ja, haben Sie nicht gehört? Also, nee, ich habe Sie nicht mehr gehört. Ja, Herr Steifinger, hören Sie mich jetzt? Jetzt höre ich Sie, ja. Okay, ich werde wiederholen. Also, es ist gleich wie beim Markt, ja, Herr Steifinger, verstehen Sie? Also, Sie kaufen und verkaufen die Waren in solche Zeitpunkten, die relevant, also so gesunken sind und wieder verkaufen Sie in dem Zeitpunkt, wenn es die Preise hochgegangen sind, ja? Hören Sie mich? Ja. Verstehen Sie, ja? Alle erstens, Herr Steifinger, möchte ich fragen, also welche Ziele haben Sie beim Onlinehandel? Möchten Sie langfristiges Onlinehandel machen oder möchten Sie bis ein bestimmtes Ziel zu erreichen und danach fertig machen? Oder was haben Sie vor? Na, zufriedene Kunden sind beim Onlinehandel doch immer wichtig. Hm. Ja. Und noch? Gibt es etwas noch zusätzliches? Nö. Ach so, okay. Herr Steifinger, ich werde Ihnen jetzt Systemvorstellung anfangen mit dem Systemvorstellung. Es ist ein zweiseitiges System, Herr Steifinger, verstehen Sie? Was meine ich darunter? Ist, dass Sie von einer Seite eine auf künstliche Intelligenz basierte Software, sogenannte MetaTrader 5, das ist die letzte Version von dieser Art der Software, werden Sie bekommen. Das ist das ist sozusagen automatisches Handelssystem, welche Ihnen also automatisch diese Kaufen und Verkaufen alles selbstständig macht, ja, und grundsätzlich mathematische Hintergrund dazu ist, dass diese Software wird die Daten analysiert, ja, die von den letzten fünf Jahren, ja, sozusagen, und ausgehend von den Ergebnissen von anderer Seite bekommen Sie einen Finanzexpert, ja, Finanzexpert werden Sie unbedingt haben, der Ihnen aus diesen Ergebnissen eine bestmögliche Handelsstrategie entwickelt, ja, Interpretation wird von Ihrem Finanzexpert durchgeführt. Alles, was Sie machen werden, Herr Steifinger, werden Sie investieren und Ihr Konto wird aktiviert sein und danach, Herr Steifinger, werden Sie also alle Schritte folgen, ja, von Ihrem Finanzexpert, für Sie entwickelt werden, folgen und nach bestimmter Zeit werden Sie, Herr Steifinger, Ihre Gewinne bekommen. So ist das einfache, also nächste Schritt, ja. Also, haben Sie verstanden, Herr Steifinger? Haben Sie Fragen, oder? Ja, und wie funktioniert das genau? Was meinen Sie, was? Das, was Sie da so gesagt haben. Was genau funktioniert? Also, habe ich Ihnen doch gesagt, erklärt. Also, von einer Seite werden Sie diese Software bekommen. Also, keine Sorge, Herr Steifinger, diese Präsentation von der Software und Ihr Konto wird also in kommenden Schritten von Ihrem Finanzexpert präsentiert. Also Präsentation wird von Ihrem Finanzexpert durchgeführt. Da werden Sie keine Sorge machen. Und Ihr Konto, Herr Steifinger, wird in diese Software, also ja, und alles, was Sie also investiert haben, welche Betrag Sie investiert haben, werden gleich so
an ihr Konto reflektiert, ja, ohne zusätzliche Steuerungen, ohne das. Also sie, das heißt, dass sie gleich mit ihrem also investierten Geld vollständig online handeln werden. Ja, verstehen Sie, das ist halt auch ein wichtiger Punkt hier. Herr Seifinger, wie bitte? Wie bitte? Haben Sie Zeit? Haben Sie verstanden? Haben Sie Fragen, oder? Herr Steifinger. Wie meinen Sie das? Haben Sie verstanden? Haben Sie diese Dinge, die ich Ihnen jetzt gerade erklärt habe, verstanden? Also, ja, und ich möchte, geht dass so. Wir alle weiteren Schritte verstehen, weitergehen, ja? Uiuiui. Was? Uiuiui. Ja, haben Sie verstanden? Meine Frage war, und Antwort ist uiuiui? War ganz gut, ja. Ja, okay. Dann mache ich weiter, ja? Herr Steifinger. Ja, machen wir noch ein bisschen weiter. Okay, ein bisschen noch weiter. Okay. Haben Sie, Herr Steifinger, haben Sie entschieden, mit welchem Investitionsbetrag möchten Sie anfangen? Was meinen Sie da? Ich meine investieren. Mit welchem also Betrag möchten Sie also anfangen, online handeln? Wie viel Geld möchten Sie als Anfänger investieren? Und somit also anfangen. 20 Euro. Wie bitte? Ich habe Sie akustisch nicht gehört. Sagen Sie, wiederholen Sie es nochmal. Wie viel möchten Sie investieren? Dann nehme ich dann erstmal 25 Euro. 25 Euro? Eigentlich, Herr Steifinger, hier, also bei unserer Institution, Sie können Mindestinvestitionsbetrag ist also 250 Euro. Also, ja, genau. 250 Euro als Mindestbetrag, also Sie können investieren. Aber ja, Sie können auch mit 500 auch anfangen oder mit 1000, aber ich denke, das ist nicht der Fall bei Sie, bei Ihnen. Das ist ja gut. Ja. Und ja, Mindestbetrag ist 250, Herr Steifinger. Und da bekommen Sie alle Optionen, die ich Ihnen erwähnt habe, alle Privilegien, die Sie als Standardkonto haben werden. Also Sie was werden denn für Privilegien? Privilegien, Standards, also Kontohandler bekommt also diese Software und ja, Finanzexpert werden Sie bekommen und also ja, und dann von Ihrem Finanzexpert können Sie natürlich auch zusätzlich das Finanzplan von also von ihrem Handeln also anfordern, indem sie also alle weitere also sage ich mal ihre Transaktionen, jede Transaktion wöchentliche Perspektive oder monatliche Perspektive ersichtlich also dargestellt sind und sie können also damit verstehen, wie viel Geld sie in jeder Woche oder in jedem Monat verdienen werden. Herr Steifinger, haben Sie verstanden? Ja. Okay. So ist es. Also Mindestbetrag ist 250. Und so machen wir, starten wir mit 250, oder? Klingt entzückend. Wie bitte? Klingt entzückend. Entzückend? Was meinen Sie mit? Ja. Also machen wir mit 250 oder was denken Sie oder möchten Sie etwas anderes? No, was geht denn noch? Ja, Mindestbetrag, Sie werden das einzahlen und es gibt mit 300, jede Summe, Sie können also von 250 auswählen, also es ist möglich. Aha. Aber das wird nicht, also in Ihre Konto, also Kontooption wird gleich bleiben, falls Sie bis 200, weniger als 500 investieren, da werden Ihre, also diese Investition, Ihre Investition wird direkt an Ihre Gewinne reflektiert. Ja? Das heißt, dass je mehr Sie investieren, desto mehr Sie, ja, Gewinne bekommen. Aber das ist gültig zwischen 250 und bis 500. Mit 500, wenn Sie mit 500 anfangen, dann als Anfänger, es ist möglich, ich werde Ihnen also direkt als VIP-Konto, als ein VIP-Konto erstellen
Und so werden Sie natürlich mehr Möglichkeiten bekommen, mehr Signale bekommen und Finanzexpert bei Ihnen, also diese Handelsstrategien entwickelt, also wird fortgeschritten sein, ja, mit mindestens mit 20 Jahre Erfahrungen. Und das heißt, dass Sie also Ihre Gewinne in kurzer Zeit schneller und ja auf richtige Weise also erhöhen möchten, ja, mit stabile Erhöhen. Ja, bitte. Was? Ja, Herr Steifinger, was wählen Sie? Welche Betrag Einzahlungs, also welche Investitionsbetrag möchten Sie, mit welchem Investitionsbetrag möchten Sie anfangen? Ja. Mit welchem? Das, was Sie da gesagt haben. Also mit 250 oder 500 oder dazwischen, was, was Sie sagen. 325,75. Herr Steifinger, ich habe Sie also alles so über Investitionsbetrag ausführlich, ja, ich glaube, erklärt und da sollten Sie, ja, ich habe gut gemacht und ich hoffe, also ich bin sicher, dass Sie das verstanden haben, ja, das Mindestbetrag ist 250 Euro und mit 25 Euro es ist unmöglich. Ja, ja? Verstanden. Ja, genau. So ist es, so ist es. Dann es ist unmöglich mit 250 Euro. Und wenn Sie wirklich Ihre Konto aktivieren möchten, dann so dann online Handel starten möchten, dann werden Sie mindestens 250 Euro investieren oder ja, je nachdem, was Sie, also mehr oder möchten Sie mehr oder in zukünftigen Schritten, Sie können mit Ihrem Finanzexpert auch das auch vergrößern, Ihre Investition. Aber momentan, Mindestbetrag ist 250 Euro. Ja? Ja. Das haben Sie verstanden, ja? Ja. Alles klar. Dann machen wir mit 250 Euro, ja? Nee. Nein. Warum? Welche, dann welche, sagen Sie, welche, wie viel Sie investieren möchten? 375,25. Wie bitte? 375,25. 375? 25, ja. Okay. 375,25. Okay, das ist auch möglich. Das können Sie auch investieren. Also Einzahlungsmöglichkeiten, welche Einzahlungsmöglichkeiten haben Sie? Geld. Ja, Geld haben Sie, okay. Welche Einzahlungsmöglichkeiten? Es gibt Kreditkarten, haben Sie Kreditkarten oder? Ich habe den E-Euro. Ja, E-Euro haben Sie, aber bei der Einzahlungsmöglichkeiten werden Sie entweder Kreditkarten benutzen. Oder nehmen Sie denn auch den E-Euro? Den neuen? Meinen Sie Bargeld? Nee. Was? Das neue Digital-Zentralbank-Geld. Ja, ich verstehe, was Sie, was es ist, aber Einzahlungsmöglichkeiten ist entweder per Kreditkarten möglich. Ja. Oder Online-Banking, falls Sie Online-Banking haben. Aber was dieser Betrag, was Sie ja gerade erwähnt haben, 375, yep, das ist so, mit, ja, 25 gibt es auch noch. Ja. Gut. Sie können mit Kreditkarten bezahlen, ja. Einzahlen werden Sie mit Kreditkarten, falls Sie die haben, natürlich. Ja. Oder haben Sie, ja? Haben Sie? Und was? Wie? Warum? Also für die Einzahlung, meine ich. Was meinen Sie da? Also haben Sie Kreditkarten? Ich habe gefragt. Ja. Ja, dann, falls Sie Kreditkarten haben, dann werden wir also per Kreditkarte einzahlen, oder? So, weiß ich nicht, was gibt's denn noch? Ja, also wenn Sie Kreditkarten haben, das ist genug, also eigentlich, um Einzahlung durchzuführen, ja? Ja, aber eine bestimmte, also irgendwie was Schönes so. Was? Ja. Es wird ja bestimmt, dass es schön ist, dass es einfach ist, per Kreditkarte einzuzahlen. Okay. Ja? Das ist immer wichtig, dass alle glücklich sind. Ja, das, ich stimme zu. Ja. Ich stimme Ihnen zu. Also, Ihre E-Mail ist schörn.steinfeger, ja? Schörn.steinfeger.
Ja, und was gibt es noch? At m d c c f u n u n Punkt. Das ist Ihre E-Mail, ja? Ja. Ja, okay. Dann, falls es Ihre E-Mail ist, dann ich kann Ihnen also per E-Mail ein aktiviertes Link, aktiviertes Link senden, womit Sie also Einzahlung per Kreditkarte durchführen können. Ja. Ja, alles gut. Also was, von welcher Bank haben Sie diese Kreditkarte, Herr Steifenberg? Steinfeger. Steinfeger, ja. Ja, was meinen Sie? Von welchem Bank haben Sie diese Kreditkarte? Können Sie mir sagen? Von meiner Bank habe ich die. Da hab ich welche? Welche? Name? Gib mir einen Name. Na, die ich immer nehme. Ja, sagen Sie Name von diesem Bank. Wie meinen Sie denn das jetzt? Das verstehe ich. Name von dieser Bank meine ich, also falls es gibt. Na, überhaupt. Die ganz normale Bank, die ich immer habe. Normale Bank hat einen Namen. Können Sie bitte diesen Namen sagen von diesem Bank? Von dieser Bank. Sie meinen Visa? Das ist Kreditkarte ist entweder Visa oder Master, aber von welcher Bank haben Sie diese Karte? Welche Deutsche Bank oder ja, Deutsche Bank ist das Deutsche Bank? Nee, von der Deutschen Bank ist es nicht. Von welcher Bank ist das? Von der Bank 1. Welchen Bank? 1. 1? Ja. Was meinen Sie mit 1? Na, Bank 1. Okay, Moment, kurz, auf jeden Fall. Jo. Ich mache meine Aufgabe. Ja. Ich mache meine Arbeit. Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe Ihnen jetzt ein E-Mail gesendet, so können Sie das sehen. Ja? Was denn? Herr Steinfeger. Ja. Ja, Herr Steinfeger, haben Sie mein E-Mail bekommen? Können Sie es sehen? Nicht da. Ja, Moment mal, vielleicht. Es ist jetzt gekommen. Ja, jetzt ist was gekommen. Ja, okay, dann sehen Sie, öffnen Sie mein E-Mail, da können Sie ein aktiviertes Link finden. Ja? Wie, was, wo? Herr Steinfeger, in meiner E-Mail, Sie können ein aktiviertes Link finden. Was ist ein aktiviertes Link? Womit Sie eine Zahlung per Kreditkarte durchführen können, ja? Ja. Ja, bitte, haben Sie das gefunden? Können Sie auf diesen Link klicken? Da steht Einzahlungsmöglichkeiten, Kreditkarten, Visa, Mastercard. Ja. Und dann steht da https://edeucocenter.com. Genau. Klicken Sie auf diesen Link, bitte. Und jetzt? Was haben Sie auf Ihrem Bildschirm? Eine lilanene, farbene Webseite. Genau. Ja, was Sie haben das richtig gemacht jetzt. Ja. Können Sie jetzt starten? Also Start Now. Ja. Und was haben Sie da? Das Singen. Singen ab, ja? Da steht Singen ab, also da. Okay, hier geben Sie. Vom Rot, na, das so raues. Ja, Steinfeger. Geben Sie hier, also Singen ab müssen Sie unbedingt machen. Hab und, ich? Ja, Name. Ihre Name, wie es gleich das wie es. John Louis. Warten Sie. Nee. Herr Steinfeger, ja. Ich sage Ihnen, geben Sie in Signa ab, gleich Ihren Namen, gleich wie es in Ihrem Konto steht und wie Ihre eine E-Mail. Banane. Ja. Und Ihre Passwort geben Sie auch gleich, wie es in erwünschte Passwort und drücken Sie auf Signa ab. Verstehe ich jetzt nicht. Was verstehen Sie nicht? Was Sie folgen gesagt haben? Ja, was ich gesagt habe, wenn Sie zuzuhören, also hören Sie mich zu, also aufmerksam hören Sie mich und danach verstehen Sie, was ich meine. Ja, versuchen Sie mal, ja, bitte ein bisschen geduldig sein, ja? Ja. Bitte, Signal up, da steht Name, Singen your up. Name, ja? Your name.
Dann geben Sie, ja, geben Sie Ihre Vorname und Nachname. So. Gleich wie es in Ihrem Konto steht. Habe ich gemacht, meinen Namen. Und Ihre E-Mail geben Sie auch. Moment. Ich habe mich verschrieben. Ja, machen Sie weiter. E-Mail-Adresse habe ich drin. Okay, alles klar. Und danach geben Sie ein erwünschtes Passwort. Habe ich. Ja, okay, dann machen Sie Sign Up. Drücken Sie auf diesen, diesen violetten Kästchen. Sign Up. Ja. Habe ich gemacht. Willkommen, Jörg Steinfeger. Okay, alles gut. Hier gibt es drei Kästchen am oben, ja? Ja. Drücken Sie auf Our Piercing Plans, Packages, Our Piercing Packages. Oh, Piercing Packages. Genau, Sie haben das richtig gelesen. Oh, ja. Piercing Packages. Und dann, was sehen Sie jetzt? Bogono, Statito, Premiumio und VIP. Ja, genau. Hier wählen Sie, also Investitionsbetrag, welchen Sie investieren möchten. Was? Ist nicht der Betrag dabei, den ich bezahlen wollte. Also wählen Sie zum Beispiel 249.99. Aber hier steht 199.99. Ja, aber Sie können hier Standard wählen. Aber Sie haben gesagt, das geht gar nicht, wenn man unter 250 und jetzt sind ja sogar zwei Pakete unter 250. Ja, ja, genau. Dann genau. Nehme ich das für 199. Eigentlich so, wenn Sie 999.99 auswählen, ja. Bin ich nicht, also fähig oder bin ich nicht in der Lage, Ihre Konto zu aktivieren. Obwohl es hier für Beginner 199.99 steht. Aber ich sage Ihnen, es fängt mit 249.99. Nee, oder es, Sie können das... Ursprünglich haben wir ja 325.75 vereinbart. Ja, Herr Steinfeger, ich sage Ihnen, also wählen Sie Standards. Und danach werden Sie, also zusätzliches, was Sie da gemeint haben, also das können Sie zusätzlich investieren, ja? Ja, aber Sie haben sich nicht an die Abmachung gehalten. Ich wollte 375,25. Ja, genau, das diese zusätzliches, was Rest bleiben wird, werden Sie mit Ihrem Finanzexpert, also investieren, da gibt es kein Problem. Aber momentan für diese für diesen Zeitpunkt, um Ihre Konto zu aktivieren, brauchen Sie also unbedingt entweder ja ab Standard auswählen, 294.99. Ja? In Ordnung, ja, das ist alles gut. Klar, okay, dann machen Sie weiter. Also wo steht jetzt das mit den 325,75? Das werden Sie mit Ihrem Finanzexpert, also zusätzliches, also Sie können genau, was Sie sagen, einzahlen, aber hier, momentan, also Standards auswählen Sie diese Standards und danach kommt, also Ihr Konto wird aktiviert sein, ja? Ja. Und Ihr Finanzexpert wird Ihnen zusätzliches, was Sie 175 oder 125, was bleiben wird, 125.25 werden Sie mit Ihrem Finanzexpert, ja, einzahlen. Das ist aber schön. Ja, genau, das ist schön. Ja, machen Sie jetzt Standard das Konto. Ich habe jetzt auf Standard gedrückt, ja. Ja, haben Sie gedrückt, ja. Start, glaube ich. Ja, Start oder Try Now machen Sie. Das erste, ja. Und jetzt steht Pagment, your payment ist successful. Ja, hier Payment Info, als Payment Info haben Sie gesehen, ja? Ist geklappt, ja.
Ja, okay. Dann hier geben Sie also Name, Ihren Namen und also die Daten von Ihrem Finanz, Ihrem Kreditkarte. Ja? Wie weit sind Sie? Na, fertig. Okay, dann drücken Sie auf kleines weißes Kästchen da, Confirm, ja? Und danach drücken Sie Confirm. Ich bin doch jetzt schon bei fertig. Ja, okay, dann machen Sie einen Screenshot von Ihrem Bildschirm. Haben Sie Bestätigung bekommen? Ja. Okay, machen Sie, also senden Sie mir diese Bestätigung als Rückmeldung in mein E-Mail. Aber wie meinen Sie? Also machen Sie ein Foto von Ihrem Bildschirm, wenn Sie diese Bestätigung bekommen haben. Also. Ja, ist das klar? Nicht so richtig, nee. Ja, wenn Sie haben gesagt, Payment Info, Sie haben ausgefüllt, ja, alles. Ja. Okay, dann Confirm eingedrückt, ja? Ja. Ja, und danach, was sehen Sie jetzt? Was haben Sie an Ihrem Bildschirm gesehen? Was Dass das jetzt alles geklappt hat, steht hier. Okay, jetzt machen Sie ein Foto, wenn es alles geklappt ist, dann machen Sie ein Foto und um zur Bestätigung für Ihren Namen brauche ich ein Foto von Ihrem Bildschirm. Oh, Moment bitte. Ja, bitte. So, dann muss ich mir einmal die Lage anschauen, was oder was verstand ist. Lage anschauen, okay, machen Sie das. Ja, ich muss mir erstmal eine Lage anschauen. Ja, bitte, machen Sie das. Okay, und dann holen wir gleich die Brause aus dem Lager. Moment. Und sonst so? Hat es neuet? Ja? Hat geklappt? Ja, machen Sie ein Foto dann, wenn es geklappt hat. Ja, habe ich gemacht. Sie sagen, ja, senden Sie mir als Rückmeldung in mein E-Mail. Als Rückmeldung machen Sie das, als Rückmeldung, nicht als neues E-Mail. Ach, Gottchen, ja. Ja? Mhm. Und was Sie gesagt haben, das hat geklappt. Ich werde da dieses Foto, also diese Date, nach die Finanzabteilung senden, verstehen Sie? Okay. Und danach werde ich für Sie, für Ihren Namen, Bestätigung bekommen. Okay, dann können wir da jetzt mal gucken. Okay. Und? Wie sieht's aus? Ja, haben Sie gesendet? Na klar. Und hat geklappt? Moment, kurzes Augenblick. Oh, dann warten wir noch. Ja, warten Sie auf der Leitung, Herr Hat es geklappt? Ist es da? Ja, ich habe Ihre E-Mail bekommen. Gut, das ist sehr gut. Das freut mich zu hören. Moment mal. Okay, ich warte. Worauf denn? Ich dachte auf los geht's los. Ich werde das prüfen, ja? Alles ja. Gut. Und? Hat geklappt? Ja, bitte. Herr Steinfeger, Moment, kurzes Augenblick. Ich werde Sie jetzt alles klären, ja? Alle weiteren Schritte. Letzter Schritt mache ich zusammen, ja? Gucken wir mal. Hat jetzt geklappt, ja? Müssen Sie sagen, ob geklappt hat. Hallo? Herr Steinfeger, wie viel haben Sie, welche haben Sie ausgewählt? 249, ja? Das, was da im Angebot war, das erste. Was kann man doch nachzahlen, haben Sie gesagt. Hallo? Herr Steinfeger, ja? Haben Sie 249 ausgewählt, ja? Na, das erste. Erste? Ja. Moment, kurzes Augenblick. Und, hat geklappt? Hallo? Hallo? Ja, warten Sie, Herr Steinfeger. Ja. Bitte ein bisschen geduldig sein, ja? Ja, ich bin geduldig. Und, hat geklappt? Ist es jetzt fertig? Geduldig meine ich, Moment, kurz warten, ja? Aber ich dachte, wir müssen uns beeilen. Ja, wir müssen beeilen, aber ich muss jetzt prüfen. Ja, und, hat geklappt mit der Prüfung? Hallo? Ja, Herr Steinfeger. Moment, kurzes Augenblick. Warten Sie, ich werde für Ihren Namen jetzt eine Bestätigung bekommen, ja? Sofern ich diese Bestätigung bekomme, werde ich weitermachen, okay? Ja. Alles gut? Ist das jetzt fertig? Ja, Moment, kurz. Es gibt ein kleines Schlitz. Ein kleiner Schlitz? Wo? Herr Steinfeger, ich habe jetzt also bekommen, dass also Sie haben nicht mit 249.99 angefangen, oder? Sie haben gesagt, erste habe ich ausgewählt. Ja, oder? Das erste.
Ja, ich habe Ihnen gesagt, Standard, um Ihre Konto zu aktivieren, brauchen wir unbedingt Standard auswählen. Aber Sie haben doch Standard. Auch gesagt, man kann das nochmal machen, denn später mit dem Beamten. Also wenn Sie Standard mit 249 anfangen und danach restliche, Sie können mit Ihrem Finanzexpert weiter also machen, ja? Das habe ich gesagt. Mit dem Experten? Mit Ihrem Finanzexpert, Sie können das restliche machen, aber für mich, ja. Also mit mir, unbedingt muss es mindestens 249. Warum? Weil es ja. So ist. Weil es so geregelt ist. Aber verstehen Sie haben doch gesagt, wenn ich 375,25 Herr Steinfeger, ich weiß, was ich Ihnen gesagt habe. Dann kann unbedingt der Mann machen. Müssen Sie unbedingt Standard auswählen mit 249. Aber Sie warum? Haben das nicht gemacht. Es ist so geregelt bei unserer Institution. Warum, aber warum ist es so geregelt? Weil es so Standard ist, also Kontoaktivierung braucht also mindestens diese Betrag. 249. Warum braucht es das Konto? Wie bitte? Warum braucht das das Konto? Also es ist so geregelt. Es ist außer meine ja. Arbeit. Verstehen Sie? Na, dann rede ich da gerne mit dem Finanzberater drüber. Sie können nicht weiter mit Ihrem Finanzberater reden, weil Na ich klar, Ihre Sie haben Daten... Doch gesagt, mit dem kann man doch dann auch aufladen. Ja, genau. Wenn haben Ihr Konto aktiviert wird, Ihr Konto ist noch nicht aktiviert. Ich doch. Kann nicht Ihre Daten... Ich habe ja gerade nicht, Geld überwiesen. Ja, ich kann Ihre Daten nicht weitersenden, weil Sie nicht, also nicht Mindestbetrag eingezahlt Aber haben. Aber dann möchte ja? ich mein Geld wieder zurückhaben. Da, also, wir sagen, machen so. Sie investieren noch einmal, also wählen nee. Sie noch einmal 249. Ich möchte mein Geld dann wieder haben. Okay, jetzt kurzes Augenblick warten. Sie schweigen Sie bitte. Und? Kriege ich das jetzt wieder, mein Geld? Hallo? Hallo? Was ist denn jetzt? Ich möchte gerne da denn das Geld wieder raus haben. Hallo? Sie gehen jetzt nicht mehr ans Telefon. Wollen Sie mich um mein Geld beklauen? Ich möchte mein Geld wieder zurück. Und da sagen Sie dann jetzt nichts mehr, wenn man das Geld wieder zurückhaben möchte oder was. Dann ist ja vielleicht ganz gut, wenn wir nicht das große Paket genommen haben. Hallo, junge Frau, sind Sie noch da? Herr Steinfeger? Sind Sie da? Ja. Eigentlich für Ihren Namen habe ich keine Überweisung, keine Einzahlung bekommen. Das heißt, dass Sie überhaupt diese Einzahlung nicht durchgeführt haben, ja? Habe ich Ihnen doch geschickt. Ja, Sie haben mir ein Foto gesendet, aber bestätigen so werde wollen. Ich, habe ich nicht mein bekommen. Geld zu- Herr Steinfeger, Sie haben, ja. Ihre Einzahlung wurde nicht geklappt. Sie sagen, also, dass es geklappt ist. Wie bitte? Also sind Sie Betrüger. Warum so? Na, wenn Sie kein Geld mehr wiedergeben, ich habe Ihnen ja Geld gegeben, jetzt wollen Sie also nicht woher so weiß ich, dass Sie genau richtig diese Einzahlung von dem Screenshot, den habe ich Ihnen doch dafür geschickt. Ja, ja, aber Sie, also Sie behaupten sofort, dass ich Betrüger bin, ja? Ja, weil Sie mir ja mein Geld nicht wieder zurückgeben wollen. Woher weiß ich, dass Sie eine Zahlung durchgeführt haben? Ich kann von dem prüfen, Screenshot also. Haben Sie doch gesagt, Nein, dafür ist ich kann ja. das prüfen. Ich kann das prüfen. Ja. Herr Steinfeger, und warum haben seien Sie, dann Sie den... ruhig. Seien Sie ruhig. Ja? Aber Sie ich kann davon. Ich kann das und warum prüfen, haben ja? Sie dann den Screenshot gewollt von mir? Ich wollte von Ihnen also dieses Screenshot, um zu bestätigen, ja, dass Sie Finde. Alle Schritte... Alle genau. Schritte, die ich Ihnen ja, oh, genau. gesagt, hab ich doch gemacht. Erklärt habe, genau. durchgeführt habe. Sie Richtig. Zeigen mir, ja genau, einen Beweis, ja. dass Sie alle Schritte, was ich Ihnen gesagt genau. habe, durchgeführt. Das ist eine genau. Seite der Arbeit. Auf der von anderer Seite muss ich die Bestätigung von der Finanzabteilung bekommen. Aber ja. das da funktioniert nicht. Das heißt, dass Sie diese Foto einfach mir gesendet haben, ohne dass sie mich also meine Schritte nicht gefolgt, also verstehen Sie? Nee. Das, wer ist jetzt von uns Betrüger? Aber ich möchte mein Geld wer ist wieder haben. Wer ist von uns jetzt Betrüger? Sag doch mal. Ich möchte gerne mein Geld wieder haben. Aha, du bekommst dein Geld wieder zurück. Ja, dann möchte ich das jetzt wieder haben. Warten Sie kurz, Herr Steinfeger. Ja, ich kann auf dich warten, wenn du noch ein bisschen in der Leitung bleiben möchtest. Junge Frau,
Sind Sie noch dran, junge Frau? Junges Frühlein, kleines Frühchen. Nun gucke mal, was ist denn los jetzt, Hampelpüppi? Hallo, Regina? Tja, und jetzt? Kriege ich da keine Antwort mehr von meinem Geld? Herr Steinfeger. Ja? Können Sie mir zum Beispiel, Sie haben das per Kreditkarte bezahlt, ja? Sie ja. behaupten das mindestens, ja? Das ja. ist so. Können Sie mir Zahlungsbeleg von Ihrem Bank mir senden? Ja, natürlich kann ich das machen. Ja, machen Sie das. Ja. Können Sie mir senden? Ja, und dann, ich warte auf Ihre Rückmeldung dann, okay? Und dann kriege ich von Ihnen das Geld wieder. Ich werde damit bestätigen, dass Sie alles richtig durchgeführt haben, ja? Und dann verstehen Sie das? Ja, und Sie werden was kriegen, was ich Ihnen gesagt habe. Aktiviertes Konto. Ach so, also reichen jetzt dann doch die 100 Euro? Eigentlich, das reicht nicht, aber ich muss alle erstens bestätigen, dass Sie dieses Betrag eingezahlt haben. Danach werde ich weitersprechen, ja? Und dann? Und dann alle werden wir glücklich sein, ja? Ich mag glückliche Menschen. Und wo muss ich das jetzt machen mit der Bestätigung? Ja, senden Sie mir Zahlungsbeleg, falls Sie die haben, falls Sie den haben. Das kann ich machen. Soll ich Ihnen den jetzt per... Ja, ja, per E-Mail, Herr Steinfeger. Also da über den Weg, den wir vorhin gegangen sind. Nein, von Ihrem Bank, falls Sie Zahlungsbeleg bekommen haben, dann können Sie mir das mitteilen. Und dann werde ich diese Bestätigung bekommen für Ihre 199. Aber das heißt nicht, dass es als für Kontoaktivierung genug ist. Nur das möchte ich das sagen hier. Na, aber warum reicht es nicht? Weil ich Ihnen schon wiederholt habe, dass es Mindestbetrag für Aktivierung Ihres Kontos ist 250, ja? 250. Aber jetzt machen wir so. Es fehlt noch 50 Euro. Dann, nee. Das heißt, es fehlt. Es fehlt aber noch. Aber Sie haben 50 gesagt, Euro. Ich muss da auf so ein Paket klicken und ich habe immer ich wieder gefragt, ob das erst. Herr Steinfeger, ich weiß, was ich Ihnen gesagt habe. Alles ja. ist hier klar von meiner Seite. Alles aber von Ihrer Seite, ja. vielleicht es wurde also nicht richtig verstanden. Aber warum haben Sie das falsch gemacht? Dass ich das falsch gemacht habe. Na, wie können Sie das sagen? Wie können Sie das bestätigen? Wie können Sie das beweisen? Ich will denn ich lieber mein Gespräch bekommen. Unser Gespräch hier ist gespeichert. Ich kann das prüfen, ich kann das zeigen, dass ja, ich Ihnen alles als geregelt erklärt habe. Verstehen Sie? Okay, dann zeigen Sie mal bitte. Ja, ich werde nicht zeigen. Ich werde nur sagen Ihnen, dass es 200, was Sie investiert haben, falls Sie investiert haben, das ist nicht genug. Also senden Sie mir Zahlungsbeleg, okay? Aber ich habe doch das Geld überweisen mit der Karte auf Ihr Konto. Und jetzt wollen Sie mir mein Geld nicht zurückgeben? Oder wie wollen Sie das machen? Wie verfahren wir denn da jetzt fort? Junge Frau, sind Sie noch am Apparat? Hallo? Ich kann Sie nicht hören, junge Frau. Jetzt höre ich wieder was. Herr Steinfeger, ja. Sind Sie da? Ich bin am Apparato. Ja, Sie sind am Apparato, okay. Ich habe etwas bekommen von Ihrer Seite, oder? Natürlich, habe ich ja gesagt. Und? Wie sieht's aus im Steckenhaus? Können wir jetzt weitermachen? Ey, Mäuschen, was denn nun? Hasekuchen, was ist denn nun los im Schneckenhaus? Was ist denn jetzt? Ich dachte, wir machen jetzt hier eine Party, eine Telefonparty. Ja, ja, Herr Steinfeger, Moment mal. Ich bearbeite die Daten, was Sie mir gesendet haben. Und Party haben Sie erwähnt. Ja, das machen wir unbedingt. Lockenkopf. Und sind Sie damit jetzt zufrieden? Können wir das jetzt so... Ist es jetzt gut? Ich bin... Moment, kurzes Augenblick. Warten Sie auf der Leitung. Ja, können wir jetzt da weiter fortverfahren? Was ist denn jetzt? Luigi Unterlippe. Also, Herr Steinfeger, haben Sie Ihre E-Mail gleich, also wie Ihrem Konto steht, benutzen, ja? Benutzt. Haben Sie das bei der... Was? Nee. Nee? Was meinen Sie mit Habe ich nee? Ihnen doch zugeschickt. Ja, ja, aber bei dem, Sign Up. Welche Daten haben Sie benutzt? Ihr Name, Ihre E-Mail...
Ihre E-Mail, welche E-Mail haben Sie benutzt? Meine E-Mail. Also das gleiche E-Mail, welche in Ihrem Konto steht, ja? 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 Ja. Also können Sie es buchstabieren, Ihre E-Mail, was Sie in Signal beim Signal Born.steinfeger@mdccfun.de. Okay, dann alles klar. Moment, kurzes Augenblick. Ja, nehmen Sie sich gerne ein bisschen Zeit. Eine kleine Butterschnitte. Lullipusch? Babette mit der Bettina, bei der Bärbel. Hallo. Ja, sind Sie da? Ja. Sind Sie immer noch fleißig, Ihr Konto zu aktivieren? Nö, ich warte jetzt auf Sie. Ja, ich bin hier und ich frage Ihnen, wenn Sie Ihr Konto aktivieren werden, also möchten, aktivieren möchten, dann werden Sie also noch zusätzliche 50, also es ist unmöglich eigentlich, aber 5 restliches Betrag einzahlen. Dann möchte ich mein Geld zurück. Sie können nicht zurückbekommen, wir arbeiten in einer Seite. Ach, also kann man bei Ihnen und nie wieder Geld auszahlen. Sie werden das in Ihrem Konto, es wird gleich in Ihrem Konto reflektieren. Das nennt man Diebstahl, wenn Sie das nicht zurückgeben. Aber ich weiß überhaupt nicht, dass Sie investiert haben. Diese ich habe Ihnen doch die Belege geschickt, die Sie haben wollten. Das kann ich nicht prüfen. Ja? Na, aber gerade haben Sie noch gesagt, Sie wollen Belege von mir und die habe ich Ihnen geschickt. Ja, das ist nicht ein Zahlungsbeleg. Doch. Das ist nicht zahlungsbelegt. Nein, das ist überhaupt kein Zahlungsbeleg. Natürlich. Das ist überhaupt Zahlungsbeleg kein Zahlungsbeleg. Ich möchte jetzt gerne mein Geld zurück, junge Frau. Herr Steinfeger, ich werde hier ein Notiz machen, dass Sie nicht genug eingezahlt sind, nicht genug eingezahlt haben. Also wenn Sie restliches auch einzahlen und das machen Sie mit mir immer noch, so werden wir Ihr Konto aktivieren. Also so können wir Ihr Konto aktivieren. Ja, es geht um nicht Betrug oder Diebstahl, es geht um Aktivierung Ihres Kontos, ja? Dann nehme ich nochmal 199. Sie können das auch auswählen, ja, und dann möchte ich von Ihrer Seite unbedingt diese Payment Successful, ja, oder Zahlungsbeleg. Ja, den habe ich Ihnen ja gegeben. Ja, das ist von erster Einzahlung. Ja. Machen Sie es, wenn Sie das entscheiden für zweite Einzahlung, dann machen Sie es. Wie viel soll ich da einzahlen? Ja, wenn Sie das entscheiden für also noch ein 199, dann werden wir ja insgesamt 100, also 400 in Ihrem Konto reflektieren. So können Sie anfangen. Ja, und wenn ich das zurückgezahlt haben möchte? Zurückgezahlt haben möchte, was meinen Sie zurückgezahlt? Na, wieder zurückzahlen. Nee, das ist eigentlich unmöglich, also zurückzuzahlen. Also ich werde, wenn Sie diese Einzahlung durchgeführt haben, allererstens möchte ich überprüfen, ob Sie das gemacht haben oder nicht. Oh nee. Jetzt und danach kann ich Ihre Daten weiter in die Finanzabteilung senden. Das ist sehr klar. Und das ist sehr einfach zu verstehen. Na, aber ich möchte das erstmal wieder zurückgezahlt bekommen. Können Sie bitte mal, wenn Sie zweites Einzahlung durchführen, dann brauche ich von Ihrer Seite gleich, wie Sie erstes Mal gesendet haben, eine Einzahlung, das erfolgreiche Einzahlung durchgeführt, ja? Screenshot wieder machen und mir senden. Können Sie das machen? Wie meinen Sie das? Meine ich, dass Sie noch einmal einzahlen werden? Wählen Sie 200, also 199.99 und danach machen Sie alle Schritte, also wiederholen Sie alle Schritte noch einmal und danach bekommen Sie Payment Successful und dann möchte ich diese Screenshot von Ihrer Einzahlung noch einmal, ja? Also soll ich Ihnen nochmal eine E-Mail senden? Ja, das heißt ja. Was heißt ja? Also da, ja, da, oder was meinen Sie?
Sie werden noch einmal einzahlen mit 199,99, ja? Ja. Und danach werden Sie also mir noch einmal ein Screenshot, zweites Screenshot senden. Bitte, können Sie das machen? Also nochmal ein Bild machen, ja? Dann per E-Mail an ja, 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 an die Adresse. Da mache ich dann mal fertig, Moment. Machen Sie es. Oh, also ich habe dann jetzt die Zahlung eingezahlt und jetzt muss ich da noch ein Bild senden. Einen Moment bitte. So, das Bild ist gesendet an Sie, junge Frau. Können Sie jetzt mal nachgucken? Junger Schenkelhüpfer, hallo. Wo bist du denn hin, mein kleines Fritteusenlutschchen? Hm? Zum Frühstück gibt's bei dir wohl auch Fritteusenfett, wa? Hallo. Herr Steinfeger. Ja. Bitte, senden Sie mir nicht das gleiche Bild. Hab ich doch gleiches Bild. Bitte, senden Sie mir nicht gleiches Bild von erster Einzahlung. Hab ich nicht. Sie denken, dass Sie klug sind, ja? Bitte, Sie könnten Namen von diesem Bild verändern, ja? Bitte ein bisschen Mühe machen, ja? Sie senden mir gleiches Bild. Da gibt es rrr.png. Das ist ein Bild und jetzt zweites Bild. Das ist scheiße doch, ja? Ja, ich habe doch einfach nur den Namen überschrieben. Und danach senden Sie mir eine Einzahlung, diese Screenshot. Junge Frau, sind Sie noch dran? Ich möchte mit Ihnen mal einmal kommunizieren. Hallo? 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 Junge Frau? Junges Frühlein? Meine Schneckenpüppi? Hallo? Meine kleine Sabine, wo bist du denn, mein kleines Schätzchen? Ja, Schatz, ich bin hier. Ja. Können Sie mir bitte, also was Sie mir als erstes gesendet haben, für dieses Bild, das ist sehr interessant, ja? Das habe ich überschrieben. Okay, Punkt 1, okay, das ist gut. Das ist eigentlich nichts, das bedeutet nichts eigentlich, Herr Steinfeger. Das heißt, Sie haben gar nichts eingezahlt. Das ist erste Sache. Zweite also Sache, wollen Sie bei mich um mein Geld bestehlen? Sie haben mir... Hör zu. Nee, ich hab dich verarscht. Du glaubst doch wohl nicht wirklich, dass ich mit dir hier eine Stunde telefoniere und Geld bei dir einzahle. Das war gut. Das ist der höchste Punkt von deiner Seite, ja? Was kannst du noch? Sag mir mal, was kannst du noch? Eine Stunde eure Zeit. Meine Arbeit ist das, ja? Das nennt man bandenmäßigen Betrug deiner Arbeit. 1000 Stunden mit dir zu sprechen und danach auf jeden Fall dir helfen, ja? Ja, das ist aber nett. Ja, das aber du bist auch ein Betrüger. Ja, bitte mal, bitte, ja? Sende mir dann. Denke mal, noch einmal, besser, ja? Besser, denke noch aber besser. Ich habe dich ja trotzdem gut verarscht. Eine ganze Stunde. Alles gut, das war gut. Okay, sehr nett. Okay, vielen Dank für das Wochenende. Das war genug für uns, ja? Okay? Nächste Woche werden wir treffen, noch einmal. Tschüss. Das denke ich auch, meine kleine Schneckenperle. Tschüss. Ja, guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Hören Sie noch mal besser? Ihr Fernseher läuft noch genauso im Hintergrund. Das finde ich ein bisschen komisch mit Ihrem Fernseher da im Hintergrund. Es gibt aber keinen. Lügen Sie mich doch nicht an. Wir haben eine ganz normale Verbindung. Aber wenn Sie mich anlügen, dass wir wollen mit Ihnen über... Dann muss ich das an Ihren Chef melden. Hören Sie sich selbst oder wie bitte? Nee, ich höre Ihren Fernseher und Ihre Rotzgehöre da im Hintergrund. Es gibt aber ganz bei uns keine. Wir haben eine ganz normale Verbindung, damit wir mit Ihnen über das Produkt sprechen können. Das ist doch Quatsch. Sie sind zu Hause und man hört den Fernseher im Hintergrund. Es gibt aber keine. Doch, lügen Sie mich doch nicht an. Das mache ich nicht. Wie gesagt, wenn Sie mich anlügen, dann sage ich das Ihrem Chef. Dann suche ich mir jetzt hier das Impressum auf Ihrer Webseite raus und dann sage ich das dem Chef, dass das so nicht geht, dass die Mitarbeiter hier einfach die ganze Zeit Fernsehen gucken im Hintergrund. Das ist eine ganz normale Verbindung und ich kann Ihnen auch gut hören, Sie können das auch gut verstehen. Ja, aber es stört mich, dass Sie da von zu Hause aus telefonieren. Das kann doch wohl so nicht wahr sein. Ich höre den Fernseher, Sie lügen mich an, Sie sagen, da ist kein Fernseher und ich höre doch sogar Ihren Rotzlöffel da im Hintergrund. Also erzählen Sie mir doch keine Lügengeschichten. Ich melde das jetzt Ihren Chef, das geht so nicht. Das ist nicht in Ordnung. Da beschwere ich mich jetzt bei Ihrer Firma, dass Sie da zu Hause während der Arbeit Fernsehen gucken
und dann einfach über Lautsprecher telefonieren. Und das ist ganz normal und wir telefonieren nicht von der Lautsprecher. Ja, aber Sie telefonieren von zu Hause und mit dem Fernseher im Hintergrund. Und man hört wir sind von der Betrieb, wo Sie diese Anfrage gestellt haben. Nee, das stimmt nicht. Und welche Anfrage kontaktieren wir jetzt bei Ihnen? Ja, aber Sie lügen mich ja an. Das beschwere ich mich bei Ihrem Chef. Machen wir, weil... Es gibt keine Gründe, dass wir jetzt machen, Ihnen zu lügen, weil das ist ganz in Ordnung, was ich Ihnen erklärt habe. Sie sind genau von der Firma, wo Sie diese Anfrage gestellt haben. Sie haben eine normale Verbindung, wir haben keine Lautsprecher. Lügen Sie doch nicht. Doch, Sie telefonieren über Lautsprecher und der Fernseher zu hören. Sogar Ihre Rotzjöre. Nein. Ich höre doch Ihre Rotzjöre da im Hintergrund. Sie schreit doch rum. Und dennoch Sie haben keine Lautsprecher. Na klar, ich höre doch das Kind im Hintergrund. Erzähl mir so eine Scheiße nicht. Achso, wir haben keine Lautsprecher und wir haben keine anderen Leute hier. Aber nur ich bin in dieser Verbindung mit Ihnen. Lügen Sie doch nicht, ich höre Ihr Kind im Hintergrund. Lügen Sie mich nicht an. Aber ich habe aber keine. Na klar. Weil ich bin alleine. Nein, lügen Sie doch nicht. Ich werde mich jetzt bei Ihrem Chef beschweren, hier bei der Telefonnummer auf der Webseite. Ich rufe da jetzt an und dann sage ich, dass Sie nicht ordentlich arbeiten. Wir sind ganz normal von der Firma, wo Sie diese Anfrage gestellt haben. Wir haben keine Lautsprecher, wir haben keine anderen Leute hier. Sie lügen mich gerade an. Und wir melden bei Ihnen, weil wir wollten Ihnen weiter über das Produkt erklären. So und weiter beraten, wie das Produkt funktioniert und was für ein Medikament das ist. Ja, ich werde das jetzt hier Ihrem Chef sagen, dass Sie mit Ihrem Kind da am Telefon sitzen. Man hört den Fernseher da, das sage ich auch dem Chef. Und ich sage Ihnen, dass Sie da einfach auf Lautsprecher telefonieren. Wir haben keine Lautsprecher, aber... Doch, haben Sie. Höre ich ja auch. Es gibt keine Lautsprecher bei uns. Ja, ich höre das aber. Wie kann man das hören, wenn wir keine Lautsprecher haben? Weil man das Hallen hört. Man hört es bei Ihnen im Raum Hallen. Und man hört Rotztüre im Hintergrund. Das ist nur, wenn man mit einem Lautsprecher telefoniert. So. Aber wir telefonieren nicht mit Lautsprecher. Also wissen Sie, ich höre ja Ihren Fernseher da im Hintergrund. Die ganze Zeit. Ich höre immer noch. Es gibt aber keine. Na, lügen Sie doch nicht. Ist ein bisschen unverschämt. Wir sind in diesem Betrieb, das gibt nur unsere Arbeitssysteme und unsere Richtig. Und da werde Telefon, ich jetzt dafür Computer, sorgen, dass sonst Ihre Arbeit nicht alles. Dann werde ich Ihnen das sagen, dass Sie die Kunden am Telefon beleidigen. Das werde ich Ihrem Chef sagen, weil Sie beleidigen mich auch. Weil Sie lügen mich an und das ist eine Beleidigung. Ich mache das nicht, weil es gibt keinen Grund, Ihnen zu lügen. Dann will ich jetzt, ich habe keine Lautsprecher. Ja, dann möchte ich jetzt, dass Sie sich für Ihre Lüge bei mir entschuldigen. Ich habe das nicht gemacht, weil ich kann nicht entschuldigen, weil ich nicht gelügt habe. Sie lügen aber. Ich habe keinen Lautsprecher. Naja, und wenn Sie sich nicht entschuldigen, dann sage ich das Ihrem Stempelzig, dem das. Wofür muss ich mich entschuldigen, bitte? Na, dass Sie mich angelogen haben mit dem Kind da im Hintergrund und dem Fernseher. Hab ich nicht angelogen, weil ich bin alleine, ich habe keinen Mann, ich habe kein Kinder, ich habe kein Fernseher. Wo die Geräusche von Ihnen herkommen, dann erklären Sie mir, wo die Geräusche von Ihnen herkommen. Wenn ich keine Kinder habe, wofür sollen die Stimme von den Kindern bei Ihnen bekommen? Weil das kann ich nicht verstehen. Weil ich keine Lautsprecher habe. Ja, aber wissen Sie, ich habe doch Weil ich keine Lautsprecher habe. Ja, ich habe Wie soll aber ich das so sagen, dass ich ja Püpfen, habe, ich Lautsprecher, Püpfen, wenn ich habe Püpfen, keine? Hör mal zu jetzt, hör mal zu. Ich habe das Gespräch aufgenommen und das werde ich jetzt deinem Chef schicken. Unter help@heldchester.com. Das schicke ich jetzt den Chef hier an seine E-Mail-Adresse. Und dann wird er das hören, dass du das gemacht hast. Weil das hört man in der Leitung. Und das werde ich dann dem Chef zeigen, dann kann er sich das anhören und dann verlierst du deinen Kannst du zeigen, aber wenn ich keinen Lautsprecher habe, was werden Sie es zeigen? Es geht um die Rotzjöre da im Hintergrund und im Fernseher. Aber wie kann ich Ihnen erklären, dass es gibt keine? Weil ich bin nur in diesem Gespräch mit Ihnen. Ja, und warum habe ich es denn und gehört? Und ich habe auch... Dann erklären Sie mir, wo die Geräuschkulisse herkommt. Ich höre ja, dass Sie da auch was nebenbei im Raum machen. Das ist keine Störung. Was hören Sie bitte? Wenn ich alleine bin, wenn ich alleine bin, wenn ich in der Arbeit bin. Sie sind ja in der Arbeit, Sie sind zu Hause. Man hört ja auch die Geräusche. Also wenn ich alleine bin und habe keine Familie und sowas, wie können Sie das hören? Wenn ich keine Lautsprecher... Aber ich hab's doch gehört. Wenn ich keine Lautsprecher habe... Aber ich habe Wie es soll doch ich gehört. Sagen, das ja habe ich? Ja, aber Sie haben, ich habe es doch gehört. Sie brauchen mir doch nicht mich für doof verkaufen, wenn ich es gehört habe. Ich habe es laut und deutlich gehört.
Da ist kein dran vorbeikommen. Aber wir arbeiten nicht mit Lautsprecher, das kann nicht sein. Wie gesagt, aber Sie haben da den Fernseher im Hintergrund laufen lassen. Und man hört, dass Sie da in der Küche rumgekommen haben und mit den Schränken rumgeschmissen. Nein. Na klar, habe ich gehört. Ich habe es gehört, ich habe es auf Band. Da brauchen wir nicht über diskutieren, Sie brauchen mich nicht weiter anlügen. Ich mache das nicht, ich habe keinen Grund, Ihnen anzulügen, weil ich habe Ihnen gesagt, was die Wahrheit ist. Nee, das ist nicht die Wahrheit. Und das ist das genau. Nee, das ist nicht die Wahrheit. Das doch, das ist die Wahrheit. Nein, es ist nicht, ich habe es doch auf Band, das zeige ich Ihrem Chef. Ich werde mich über Sie beschweren. Okay, danke schön. So, ich wollte mit Ihnen über das Versuch zu einem Gespräch machen, bitte. Kann ich mit Ihnen das machen? Ich möchte jetzt Ihren Namen nochmal aufschreiben. Sagen Sie mir nochmal laut und deutlich Ihren Namen. Okay, ich möchte gerne mit Ihnen nochmal ein Gespräch über das Produkt bitte machen, damit ich Ihnen besser beraten kann. So, ich bin die Beraterin in der Firma und auf diesem Grund bin ich bei Ihnen heute gemeldet. So, und ich möchte jetzt Ihren Namen wissen. Und ich möchte zuerst mit Ihnen dieses Gespräch machen, bitte. Nee, Ihnen eine paar Fragen zu stellen, möchte, damit ich Sie besser den beraten Namen kann. Zu sagen. Ich möchte jetzt bitte Ihren Namen wissen. Ich wollte gerne mit Ihnen über das Produkt dieses Gespräch machen. Und ich möchte jetzt erstmal Ihren Namen wissen, damit ich weiß, über wen ich mich beschweren soll. Nun sagen Sie mir Ihren Namen oder nochmal, scheißen Sie sich jetzt über was. Ich will den Namen hören. Mal, außerdem hört man jetzt das iPhone-Klingeln im Hintergrund auch. Spielen ich habe Ihnen meinen Namen am Anfang erklärt, dass... Ich habe Ihnen erklärt, ich bin die Beraterin. Von der Firma Shop Online, Anna heiße ich. Anna? Also A-N-N-A. Und der Nachname? Zweiter Name? Nochmal bitte? Na weiter, Anna und dann der Nachname? Koch. Koch, Anna Koch. Und das glauben Sie selber, dass Sie Anna Koch heißen. Da haben Sie mich doch schon wohl belogen. Und außerdem klingelt Ihr Telefon immer noch. Am Anfang dieser Gespräch habe ich Ihnen auch meinen Namen gesagt, dass ich heiße Anna. Ich bin die Beraterin von der Firma, mein Name ist Anna. Ja, glaube ich Ihnen. Habe ich auch von Anfang gesagt. Aber man hört immer noch Ihr Telefon im Hintergrund klingeln. Genauso wie den Fernseher auch. Und jetzt hört man auch das Kind im Hintergrund verlassen, Junge. Kann ich mit Ihnen dieses Gespräch über das Thema machen, bitte? Naja, ich möchte jetzt gerne erstmal, dass wir uns jetzt mal über Sie unterhalten. Weil Sie machen ja Ihren Job nicht richtig. Kann ich mit Ihnen dieses Gespräch über das Produkt machen, bitte? Na, erstmal wollen wir uns ja über Ihren Job unterhalten, weil den machen Sie ja nicht anständig. Mein Teil des Arbeit ist, mit Ihnen über das Produkt weiter zu sprechen, nicht mein persönliches Leben. Deswegen wollte ich Ihnen nochmal fragen. Ich wollte Ihnen ein paar Fragen stellen, damit ich Sie besser beraten kann über das Nomadex-Produkt, das Sie bei uns in Anfrage gestellt haben. Ich finde, dass Sie einfach ablenken vom Thema. Währenddessen ich ja das eine Thema noch nicht geklärt habe. Das erste Thema mit Ihnen heute ist, dieses Gespräch zu machen, um Ihnen besser zu beraten. Das war das Zweck des Anrufs, weil Sie haben bei uns mit dieser Telefonnummer eine Anfrage gestellt für das Nomadex-Produkt gegen Prasitas. Ja, und auf diesem Grund bin ich bei Ihnen gemeldet, von der Firma Shop Online, wo Sie diese Anfrage gestellt haben. Ja, aber Sie lügen mich doch von Anfang an an. Wie soll denn da die Vertrauensbasis noch funktionieren, wenn Sie lügen? Ich habe das nicht gemacht, weil es gibt keinen Grund, dass ich das nicht machen muss. Wissen Sie, Sie brauchen sich nicht rausreden. Ich bin doch nicht blöd. Ich wollte mit Ihnen über das Produkt ein Gespräch machen, okay? Ja, damit ich Ihnen besser beraten kann. Aber wie soll das funktionieren, wenn Sie mich belügen? Ha? Das müssen Sie mir mal erklären. Ich habe das wie nicht soll gemacht. Na klar, haben Sie mich belogen. Da läuft ja immer noch der Fernseher. Nein. Machen Sie mal als erstes den Fernseher aus. Dann sehen wir ja schon mal, dass Sie gewillt sind, hier mit mir zusammenzuarbeiten. Okay, kann ich Ihnen ein paar Fragen zu stellen über das Produkt, bitte? Sobald ich wollte gerne wissen, ob Sie wollten das Nomadex, ob Sie das Nomadex für Sie selbst haben wollen oder für jemand anderes. Erst machen wir den Fernseher aus und dann können wir eine Bestellung machen. Erst den Fernseher aus. Es gibt aber keinen Fernseher. Das ist das Problem hier. Wissen Sie, ich höre das doch aber im Hintergrund. Ja, Sie sagen, dass Sie hören alles, bitte. Aber wenn ich habe hier keine, wie sollen das hören? Sie sagen, dass ich habe auch Lautsprecher, aber ich habe keine. Aber ich höre es. Und ich wollte gern bitte mit Ihnen dieses Gespräch über das Nummer 6 machen können. Dass Sie mit Ihrem Mund nicht am Telefon sitzen, ist das Produkt für Sie?
Ist das Produkt für Sie oder wollten Sie das für jemand anderen haben? Ob das Produkt für mich ist. Erstmal wollen wir den Fernseher ausschalten, habe ich ja gesagt. Erstmal wollte ich mit Ihnen über das Produkt sprechen. Nee, weil das ist das Teil meiner Arbeit. Sobald mit Ihnen diese Beratung über das Produkt. Sobald der Fernseher aus ist, können wir das Produkt bestellen. Aber erst muss der Glotzer aus. Ansonsten bestelle ich bei Ihnen nicht. Erste Glotze aus und dann können wir bestellen. Okay, ich wollte Ihnen gerne wissen, ob Sie das Produkt bestellen für sich selbst oder ist das für jemand anderen und welche Beschwerde wollten Sie mit Hilfe dieses Mittels lösen? Sie brauchen nicht ignorieren, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, zuerst schalten Sie die Glotze aus. Okay, aber wenn ich habe keine, was soll ich ausschalten? Ja, ich höre es ja, ob es da im Hintergrund der Fernseher läuft. Okay, in Ordnung. Aber jetzt haben Sie ja leise gemacht, der Fernseher. Ich hab's ja gehört, weil man an der Fernbedienung überstellt. Das ist das Problem, wenn man auf dem Lautsprecher telefoniert. Dann hört man jedes Klappern aus dem Hintergrund. Okay, und das Produkt wollten Sie für Sie selbst haben oder ist das für jemand anderen? Das ist für jemand anderen. Was sind die Beschwerden bei Ihnen, bitte? Nee, ich hab keine Beschwerden. Okay. Und der andere Person, was für eine Beschwerde hat? Das weiß ich nicht. Ich wollte dem das einfach illegal unter das Essen mischen. Okay, gucken und das Produkt wird von Sie jetzt bezahlt oder von der anderen? Jetzt haben wir aber noch eine Frage. Wer hat denn da gerade das Auto gestartet? Nochmal bitte? Wer hat denn das Auto da im Hintergrund? Was ist das für eins? Sitzen Sie gerade im Auto? Nein. Nee? Und wo kommt der Autogeräusche da aus dem Hintergrund her? Ist ja gerade ein Auto gefahren. Ich kann Ihnen nicht so viele Fragen verstehen, weil... Es gibt na, hier keine Auto oder es gibt... Ne. Sagen Sie doch, lügen Sie doch nicht schon wieder. Wissen Sie, ich mag das nicht, wenn ich belogen werde. Da ist doch gerade ein Auto gefahren. Das heißt, ich habe es laut und deutlich gehört, dass da ein Auto gestartet hat. Da ist ein Auto, da brauchen Sie nicht lügen. Jetzt ist es natürlich weggefahren, aber gerade ist ein Auto bei Ihnen losgefahren. Nein. Doch. Wo sitzen Sie denn? Arbeiten Sie auf der Straße vielleicht oder was? Die Verbindung hat, nee, vielleicht die Verbindung hat ein bisschen Probleme, weil das nee, kann nicht so also sein. Ich höre doch, wenn da ein Auto fährt, wie sich ein Auto anhört. Sind Sie auf der Straße oder was? Verkaufen Sie Ihre Pillen auf der Straße oder was? Also, ich wollte mit Ihnen über das Produkt erklären und wir sind genau von dieser Abteilung, wo diese Datenfrage gestellt aber haben. Aber wissen Sie, ich mag das nicht, wenn ich immer belogen werde. Bitte erst lügen Sie mit Ihrer Rostjöre da im Hintergrund, dann lügen Sie mit dem Fernseher, okay, dann lügen Sie mit Ihrem Lautsprecher und jetzt lügen Sie auch noch mit dem Auto. Wissen Sie, ich hab's doch gehört, dass da ein Auto ist. Warum können Sie denn eigentlich nicht ehrlich sein? Wollen Sie dann keine ehrlichen Kunden haben? Weil das kann ja so nicht sein. Sie belügen die Leute und finden das dann auch noch voll in Ordnung. Das Produkt war für jemand anderen, haben Sie gesagt, ja? Ja, hab ich gesagt, und von wer würde das Produkt bezahlt? Na, bezahlen Sie oder der andere Kunde? Na, das ist doch real. Hauptsache, es wird bezahlt oder nicht. Das ist doch scheiße, ja, ihr werdet bezahlt. Okay. Das ist doch cool, ist noch und da. Und welche Probleme wollte der andere Kunde mit dieser Hilfe dieses Mittels lösen? Na, gar keine. Der weiß ja nicht, dass er die von mir kriegt. Die möchte ich ihm ins Essen reden. Ach so. Ja. Sie müssen das als Geschenk machen, oder wie bitte? Nee, ich mach das heimlich. Der kriegt das heimlich verabreicht. Okay, habe ich mir verstanden. Die Substanz, die dann Ihren Namen liefert? Ja, das kann man an meinen Namen liefern, ja. So wie er da drin steht. Und, okay, und wie, was für ein Familie- und Vorname haben Sie bitte? Ja, das steht doch da bei Ihnen, oder nicht? Lutz Dienstage. Ja, Lutz die Stange. Nur das, okay, das ist Familie oder Vorname von Ihnen, bitte? Das ist mein Familienname, der muss ja auch reichen. Lutz die Stange. Okay. Okay. So. Und was für einen Vorname haben Sie bitte? Ein ganz besonders schön. Ja, und wie lautet das? Na, den verrate ich mir, wenn Sie mir den Namen von Ihrer Rotzgöre verraten haben. Okay, ich muss mit dieser Arbeit weitermachen, bitte. Wie heißen Sie mit Familienname? Na, dann sagen Sie mir doch mal. Dienstage, ja? Na, aber warum... Und wie ist Ihre Vorname? Sie ignorieren doch vollkommen, was ich sage. Das finde ich nicht in Ordnung. Das ist doch keine Kundenbindung, was Sie da machen. Wissen Sie, so ein Kundengespräch, das funktioniert anders. Da muss man erstmal zuhören, nicht immer dazwischen zwabbern, dann ist man nett zu den Kunden und vor allem... Ob Sie Frage über das Produkt haben, kann ich Ihnen gerne weiter erklären. Ja, dann erzählen Sie das mal alles. Wie das Produkt funktioniert und was für ein Produkt ist. Genau, dann erzählen Sie das mal alles, da können wir noch 20 Minuten voll machen. Okay, und wie war die Familie und Vorname richtig von Ihnen, bitte? Na, erstmal wollten Sie mir doch jetzt was erzählen.
Ja, Sie haben gesagt, dass Sie wollten das Produkt heimlich haben für jemand andere, ja? Sie würden das heimlich schicken und dann ist das für jemand andere. Und Sie wissen auch nicht, für was der andere Person das Produkt verwendet wird. Richtig, ich möchte ihm das einfach ins Essen, heimlich. Das kommt einfach mit ins Essen. Aber was für ein... Ja, das habe ich verstanden, aber wissen Sie, was für ein Symptome der andere Person hat? Nö, aber das ist doch egal. Also, das kann nicht so egal sein, weil das Normadef hat eine Funktion. Naja, und die natürlich werden wir doch wenn, sehen, die Funktion. Wenn Sie, diese gibt, Produkt, wenn dieses Problem soll man das verwendet. Ja, aber wissen Sie, das Problem ist doch erstmal ja, das, Sie wollten mir da ja jetzt was erzählen. Können Sie mir bitte sagen, was für ein anderer Beschwerd hat der andere Person, damit kann ich Ihnen das richtig beraten? Na, das was für ein Mittel ist und was für eine Wirkung das bringt? Na, ist doch, na, ich weiß es doch weil nicht. Weil Sie wissen das schon. Sie wissen das, das schon, was für, eine, was für ein Problem hat der andere Person, ja? Na, gar keins, genau. Ich will doch das einfach nur mit ins Essen reingeben. Okay. Ist doch nicht so schlimm. So. Nun machen wir mal weiter. Sie wollten mir da jetzt einen Text vorlesen. Machen Sie mal. Ich höre zu. Ich wollte zuerst von Ihnen wissen, was für ein Beschwerde der andere Person hat, damit ich Ihnen weiter beraten kann und erklären, was für eine Funktion das Produkt bringt. Na, habe ich doch jetzt gesagt, ich weiß das nicht. Hat keine Beschwerden. Aber das, wenn Sie diese Anfrage gestellt haben, haben Sie die Werbung gesehen, was für ein Medikament normal ist und wodurch wie der Effekt erzählt? Nö, ich habe einfach das erste angeklickt und auf Bestellen gedrückt. Okay. No, und dann werden Sie das erhalten in den nächsten Tagen. Genau, ja, so okay, habe ich mir das verstanden. Richtig. Okay. Einfach das Zeug wir brauchen auch... Okay. Jo. Und in welcher Adresse wird das geschickt? In der Braunschweiger Straße 55. Nochmal, Braun? Braunschweiger Straße 55. Okay. Ja. Die Postleitzahl? Ist die 12055. 12955. Wie war die Familie und Vorname nochmal richtig von Ihnen? Na, letzte Stange. Okay. Habe ich mir das notiert. Und ich würde bei Ihnen auch eine Service-Nummer bei uns hinterlassen. Ob Sie später was Frage haben oder was von uns brauchen, können Sie gerne bei uns melden. Nö, die Service-Nummer brauche ich haben nicht. Haben Sie jetzt was zum Schreiben? Nee, ich brauche keine Service-Nummer. Sie antworten doch ähnliche Fragen. Ich will doch jetzt bloß die Pillen da haben. Was für einen Namen gibt bei Ihnen an der Briefkaste? Lütschi-Stange. Okay. Und auch bei der Klingel? Und da steht Lütschi-Stange Teil 2. Okay. Ich wollte auch gerne bei Ihnen nochmal bitte die Service-Nummer hinterlassen. Das ist immer für Sie, ob Sie Frage haben oder was von uns drauf haben. Ja, dann diktier mal, wenn du da ein bisschen noch selber blempern willst. Mama. Okay. Ja. Haben Sie was zum Schreiben? Nö. Okay, mit dem Produkt werden Sie auch unsere Informationen erhalten, was für ein Produkt ist und wofür die Adresse und alles von uns, okay? Ja, das können wir so machen, ja. Okay. Dann ich würde die kurze Zusammenfassung mit Ihnen jetzt machen, nochmal, damit Sie sicher sein können, ja? Oh, 22 Minuten haben wir schon verdödelt. Ja, können wir machen. Erzähl mal schön. Okay. Aber lass dir mal ein bisschen okay, Zeit dann, dabei, Sie haben weil vielleicht schaffen wir noch 30 voll. Schön Zeit lassen, schön langsam alles. Ja? Ja. Okay. Dann, ich habe heute mit Sie gesprochen. Sie haben das Produkt Normadex bestellt und Ihre Bestellung kommt innerhalb... Da war ein Fehler drin. Das heißt nicht mit Sie bestellt, das heißt, ich habe mit Ihnen gesprochen. Nicht mit Sie, mit Ihnen. Grammatikalisch okay, Sie haben das Produkt Normadex bestellt, mit dem Normadex-Produkt. Mhm. Ihre Bestellung liefert innerhalb 3 bis 5 Arbeitstage nach dieser Adresse in Deutschland. Ja, in der Stadt Berlin. Okay. Ja, denke ich schon, mit Postleitzahl 12055 in der Braunschweiger Straße 55, okay. Entschuldigung. Ja. Auf der Briefkarte steht der Name Lutz. Aber Ihr Telefon klingelt schon mal. Das ist schon mal dein iPhone, was dann macht. Lutz Stange. Auf das iPhone da im Hintergrund. Und Sie haben... Willst du erstmal schnell ans iPhone rangehen?
Erstmal schnell. Und Sie haben heute bei uns das Nummer 6 Produkt bestellt, ja? Mit dem Preis 50% Rabatt und mit der Lieferung 38. Na, aber wenn Sie später Frage haben, können Sie nochmal. Wollen Sie nicht erstmal schnell ans Telefon bitte? Gehen? Na, gehen Sie doch erstmal schnell ans Telefon, bevor der weg ist. Das klingelt ja im Hintergrund. Und das war alles für heute, ja? Bestätigen Sie Ihre Bestellung für heute? Na, aber Sie ignorieren doch, was ich sage. Gehen Sie mal doch schnell ans Telefon. Ich warte so lange. Hallo? Dann das war alles für heute, Herr Strange. Bestätigen Sie die Bestellung für heute? Na, ich dachte, Sie gehen da mal schnell ans Telefon rein, aber nun hat er schon aufgehört zu klingeln. Wer war denn dran? Wer hat denn angerufen? Okay, das war alles für heute. Bestätigen Sie die Bestellung für heute? Na, wollen wir noch was dazu packen? Gibt's doch noch ein bisschen mehr? Was kann man da denn noch so alles bestellen? Nämlich noch ein bisschen was. Okay, das war alles für heute, Herr Strange. Bestätigen Sie Ihre Bestellung für heute? Nee, ich wollte ja noch was... Und das sichert bei Ihnen in der H3... Nee. Ja? Nee, ich wollte ja noch was dazu bestellen. Noch mehr. Ja? Sagen Sie, was wollten Sie noch mehr bestellen? Na, irgendwas noch. Habt ihr da noch was Schönes, was du mit reinlegen kannst? Nein, nur das Produkt. Nee, da gibt's ja noch mehr Tabletten auf der Webseite. Mach mal am besten von jeder Schachtel einfach eine drin. Von jeder Schachtel eine. Weil wenn, er muss sich das ja lohnen. Wenn er auf extra der Postbote kommt, von jeder Schachtel eine. Ja. So, was kostet die genau? Was für eine Schachtel, bitte? Na, von jeder Sorte eine. Das kostet 58 mit dem Lieferung. Okay, das kostet 68 mit dem Lieferung. Nee, das ist ja dann bloß eine Schachtel. Ich will ja von jeder Sorte eine. Das Telefon klingelt, Bola. Sie haben nur das bei uns. Nee, Sie haben ja noch mehr. Nein, nur das Produkt ist bei uns noch klar, in dem Shop sind da noch Schwanzkapseln, dann ist da noch was für den Blutdruck und für die Gelenke. Ich nehme von jeder Sorte, nehme ich eins. Aber ich bin in dieser Abteilung nur für das Produkt bei Ihnen anzubieten, weil über dieses Produkt haben Sie diese Anfrage gestellt, deswegen. Ach so, na, aber dann, also sind Sie nicht verkaufstüchtig, wollen Sie nicht verkaufen. Ich wollte das verkaufen, aber Sie haben nur für das Produkt Interesse gezeigt. Ja, dann habe ich jetzt Interesse an den anderen Produkten auch noch. Was für ein anderes Produkt? Na, von jeder Sorte nehme ich eins. Von jeder Sorte. Wir haben wegen Parasites, Normadex und Cannabis Oil. Wollten Sie Normadex haben oder Cannabis Oil? Das nehme ich beides noch. Und dann haben Sie ja noch hier dieses... Mit den Schwanzpillen hier, wie heißt das hier mit der Erektion da, das nehme ich noch. Dann haben sie ja noch mit Blutdruck, das nehme ich noch. Und dann haben sie da noch was mit Gelenke, das nehme ich auch. Welche Menge wollten Sie haben? Noch von jeder noch eine Packung. Außer ihr habt da ein schönes Angebot, dann nehme ich auch mehr. Das Angebot für Normadex haben Sie 4 plus 2 Packungen geschenkt, 196. Das machen wir, das packen wir noch mit dazu. Gleich weiter, was haben wir noch für ein Angebot? Was wollten Sie noch haben? Welche Kapseln oder Pillen haben Sie gesagt? Na, da war, ihr habt doch noch was für den Schwanz. Ja, das haben wir auch. Ja, das nehme ich dann auch. Das packen wir dann noch. 176. Ja, das nehmen wir. Habt ihr dann noch was? Hier für die Gelenke irgendwie sowas? Nehme ich auch für Gelenke, für Gelenkschmerzen? Ja, nehme ich auch noch. Und was für, wollten Sie für Gelenkchen? Kapsel oder Creme? Und Kapsel, die kann man immer schön klein machen und dann kann man das unters Essen. Das sind so das, wie Pulver denn, ja, wie mit der Kakerlaken, die wir ja jetzt hier fressen. Das ja, ne? Ja. Okay, hier, wie die Cannabisrolle haben Sie insgesamt. Mhm. Und haben Sie da noch was Schönes? Nein, nur das, Aber dieses Erektron aktiv da. Das nehme ich das, auch. Das Kapsel für Gelenkschmerzen, das Kapsel für die männliche Probleme, das Nummer 6 und? Und das Erektron aktiv. Und dann haben Sie doch da Erektron, noch was anderes das ist noch. Das, warten Sie mal, jetzt sehe ich mal einen Computer, jetzt gucke ich mal. Jetzt bestellen wir volle Leute. Okay, sagen Sie nochmal. Wir wollen ja noch ein bisschen mehr bestellen, ja. So, warten Sie, jetzt sehen wir erstmal einen Computer. So. Dann gucken wir mal, was die da alles auf ihrer Webseite haben. Wie gesagt, ich will ja von jedes will ich mindestens eine Probierpackung. So, dann nehmen wir das jetzt durch. Okay, ja. Sie haben gesagt, Sie wollten für die männliche Probleme einhaben, die Behandlung, ja? Moment, ich gucke mal jetzt hier erstmal. So, dann haben wir jetzt hier noch dieses, erstmal Pillen. So, Normadex Dex haben wir, ja? Normadex. Ja. So, dann nehme ich noch die Vari Caps Max. Vari? Vari Caps Max. Wir haben das nicht.
Doch. V-A-R-I-C-A-P-S und dann Leerzeichen M-A-X. Heilmittel gegen Krampf. Nochmal? Das Heilmittel, das darf ich nicht. Nee. Mhm. Varicaps. C-A-P-S. Varicaps. Varicaps, also Levikose wegen Krampfader. Ja. Okay. Und dann nehme ich noch das Vitavisin. Mittel gegen altersbedingt. Da kommen dann Punkte. Okay, können Sie das nochmal sagen? Wie war das, das andere Produkt, was wir haben? Vielleicht haben wir das nicht. Doch, das steht V-I-T-A-V-I-S-I-N. V-I-T-A? V-I-T-A-V-I-S-I-N. Ich kann noch die Artikelnummer sagen. Haben wir das nicht im Moment. Ach, hier steht auf Lager. Hier steht verfügbar im Lager des Herstellers. Noch auf Lager. Steht ja, aber... ich sage immer die Artikelnummer, vielleicht nächste Woche kommt. Soll ich mal Artikelnummer sagen? Das ist sagen Sie dem Produkt, was genau heißt. Ja, die Artikelnummer ist 2WJ7BCZ. Haben wir im Moment nicht im Lager. Vielleicht in ein paar, zwei oder drei okay. Tage später. Na, dann machen wir mit dem nächsten. Weil okay. Dann nehme ich hier Probiotic Slim. Wir haben das Produkt Nummer 6, das Levikose gegen Krampfader, das gegen Gelenkschmerzen und das für dämliche Probleme. Ja. Sie können heute bis fünf Produkte auswählen. Na, dann haben wir ja noch drei. Wir haben Nummer 6, wir haben Gelenkschmerzen, Medikament, Kapseln, wir haben für die männliche Probleme den Amarok und wir haben das für den Krampfader, Levikose. Ja, dann Sie können noch eine wählen. Dann haben wir noch eins noch, ja. Noch über, ja. Dann nehme ich noch Keto From Pro. Wegen Gewicht abnehmen? Ja. Keto Diät? Ja. Okay, dann ich werde Ihnen das erklären. Wollten Sie das als Behandlung erhalten, ja? Ja, erzählen Sie mal. Okay, das Amarok für die männlichen Probleme, für den männlichen Probleme zu beseitigen, erhalten Sie mit dem Preis im Angebot die Behandlung 176, insgesamt 4 plus 2 Packung Geschenk und eine weitere mit Promotion. Dann haben wir die Levikose. Hallo? Ja, ich höre, ist da auch ein Angebot drin? Ja, das ist das Angebot natürlich. So ja. Profitieren Sie 4 plus 2 Packung Geschenk und eine Packung mit 80% Rabatt. Das Normadex erhalten Sie 4 plus 2 Packung Geschenk 196. Ja. Mit kostenloser Lieferung. Cannabis Oil erhalten Sie 4 plus 2 Packung Geschenk 169. Mhm. Und das Levikose erhalten Sie 167. Ja. Diese Angebote. Ja. Okay, dann werde ich nochmal alles zusammenfassen, Herr Stange. Okay? Ja, das ist prima, ja. Gucke, das okay, ist der Junge ist da wieder im Hintergrund. Ich habe heute mit Herr Stange Lutsche hier gesprochen. Lutsche Stange. Ihre Bestellungen, ja. Lutsche so. Stange gesprochen. Lutsch die Ihre Stange. Bestellungen kommen in der. Ja, Lutsche die Stange. Ja. Ihre Bestellungen kommen bei Ihnen innerhalb 3 bis 5 oder 7 Arbeitstagen nach dieser Adresse. Ja. In Berlin, in Deutschland, mit Postleitzahl 12055, ja. Braunschweiger Straße 45. Nee. Wir haben heute das Nummer 6 Ja, 30 55. Falsch. Ja, Sie haben 45 gesagt. Braunschweiger Straße, ja, genau. Sie haben heute das Nummer 6 Produkt bestellt, die Behandlung 4 plus 2 Welche Straße haben Sie denn da jetzt, genau, weil jetzt wissen wir ja nicht so richtig. Braunschweiger Straße, Hausnummer 45. Nee, das ist ja falsch. Also, entschuldigen, Braunschweiger Straße 55. Ja, das ist richtig. Okay. Okay, dann werde ich nochmal die Adresse von Anfang sagen. Die Lieferung ja. Kommt an diese Adresse in Deutschland, in Berlin, mit Postleitzahl 12055. Die ja. Straße heißt Braunschweiger und die Hausnummer lautet 55. Ja, genau. Die Braunschweiger, aber die Straße heißt Sie haben Braunschweiger, heute die heißt Braunschweiger Straße. Also die Straße heißt Braunschweiger genau. Straße. No? Nicht nur ja. Braunschweiger. Braunschweiger Straße. Und ja.
Genau, und Hausnummer 55 auf der Briefkasse und auf der Mail, auf der Klingel steht auch der Familie- und Vorname von Ihnen. Nee, auf der Klingel steht Lütz die Stange. Und auf der Klingel steht Lütz die Stange Teil 2. Okay. Mhm. Okay, Sie haben heute das Norma-6-Produkt bestellt. Die Behandlung für mit 2000 Geschenk 196. Das Produkt für Gelenkschmerzen Kapselform. Die ganze Behandlung 169. Das Amarok für Männer, für die männliche Probleme zu beseitigen. Die Behandlung in dem Preis 176 und der Lipikose gegen Krampfade, die Behandlung in dem Preis 167. Die liefern bei Ihnen in den nächsten Tagen, Herr Lutscher, und das Lutsch war alles. Bestätigen Sie Ihre Bestellung? Ja, Lutschi-Stange. Bestätigen Sie Ihre Bestellung für heute? Also ich denke, aber irgendwo war da noch ein Fehler. Haben wir da jetzt überall so ein Angebotspaket oder... Ist da also ja, so, wir haben also, überall Angebot. Also Sie haben für das Normadex 4 plus 2 Packungen geschenkt. Dann ja. Kriegen Sie 6 Packungen mit dem 50% Rabatt für heute. Hm. Für das Normadex ist 196. Ja. Das 4 mit 2 Packungen gratis. Ja. Für die Produkte gegen Gelenkschmerzen ist das Angebot 4 plus 2 Packungen geschenkt 196. Ja, für das Amarok. Profitieren Sie für Männer 4 plus 2 Packungen Geschenk und eine weitere Packung mit Promotion für 20 Euro 176 zusammen. Ja, das ist gut. Und für das Levikose profitieren Sie auch das Angebot 167, 4 Packungen, 3 plus 1 Geschenk und eine vierte mit 80% Rabatt. Ja, und wenn man das jetzt alles klein und macht, wenn, kann man das auch in Mixer machen, alles zusammen? Nein, das profitieren so als Behandlung, weil kann man das nicht nur in eine Scheitel schicken, sondern das soll, weil es sind verschiedene Produkte, es haben verschiedene Funktionen. Ja, aber die kann ich auch alle zusammenschmeißen und in Mixer machen, ja, das haben wir als Pulver. Ja, natürlich, ja, ja, weil ja. Sie haben mit einer anderen, Sie haben einen Nebeneffekt oder Nebenwirkungen, okay? Mhm. Das sind Bioprodukte. Ja, weil das mache ich nämlich... Sind Sie damit mit alle einverstanden? Ja, das, ich denke, mit das wird sich... Mit dem Preis und das Angebot? Das hört sich dann ja. Gut an. Das kann ich dann hier bei uns im Kindergarten verteilen. Und das liefert innerhalb 3 bis 7 Arbeitstage, Herr Lutschi-Stange, bei Ihnen. Auch so lange? Kann man das auch irgendwie beschleunigen? Manchmal 3, 4... Haben Sie da vielleicht auch Expressversand oder sowas? Ja, innerhalb 2 bis 4 Tage ab heute. Ja, dann mache ich das mit dem Expressversand. Okay, habe ich verstanden. Dann machen wir. Also, wie viel kostet es denn insgesamt mit Expressversand? Es gibt kostenlose Lieferung für heute. Für die alle Bestellungen. Auch so, also ist das alles gratis, auch wenn ich jetzt immer mit Expressversand mache? Die Lieferung ist gratis, wenn Sie, obwohl mit dem schnelle Lieferung, mit dem Express haben oder mit dem normalen Post haben wollten, das ist das Gleiche. Ach so, ist beides. Es gibt keine Lieferung für heute. Ja, aber wenn es mit Express, dann ist nicht teurer, ne? Nein, das ist das klar. Es ist keine Lieferung, keine Nachnahmegebühr oder keine Lieferungskosten, sind frei. Ach so, Nachname kostet auch nicht? Nein. Oh, okay, das ist ja gut. Weil das bezahle ich ja dann alles mit Nachname, ja? Ja, und Sie werden keine Nachnahmegebühren bezahlen. Also ist das quasi kostenfrei mit dem Nachnamen? Ja. Und haben Sie da auch irgendwie noch ein paar Werbegeschenke? Geschenk profitieren Sie für jede Scheitel, 2 Packungen. Aber ich würde bei Ihnen eine Nummer hinterlassen, damit Sie Geschenke von uns erhalten können. Das ist die Service-Nummer. Haben Sie was zum Schreiben heute? Nee, die brauche ich nicht, die Service-Nummer. Die steht doch dann in der Packung drin, oder nicht? Ja, mit dem Produkt erhalten Sie alle. Ich glaube, ich habe mir das nochmal überlegt. Ich glaube, ich würde das einfach alles zweimal nehmen, wenn Sie sagen. Ich kann ja nun nicht mehr bestellen. Dann würde ich einfach von jeder Sorte jetzt zweimal nehmen. Verdoppeln wir das Ganze jetzt. 2 Packungen? Also von allem 2-mal. 2 Behandlungen? Ja, alles 2-mal, genau. Okay. Noch was? Nö, ging ja nicht. Oder kann ich jetzt auch noch ein paar andere Packungen gleich mitnehmen, wenn ich sie eh mal dran habe? Sie können wieder nochmal bei uns melden später, nachdem Sie die erste Behandlungen verwendet haben und die Behandlungen vorbei sind, können Sie wieder nochmal bei uns melden. Na, ich meine ja noch ein paar andere schöne Sachen. Sie haben ja doch noch so viele andere Sachen auf der Webseite. Weil dann würde ich das auch noch probieren. Können wir ja gleich, wenn ich die jetzt eh mal dran habe, kann ich auch noch was dazu bestellen. Nächsten Mal ja, oder morgen können Sie wieder nochmal bei uns melden.
dann eine Bestellung machen. Ach so, na und wenn ich das gleich nochmal mich eintrage, dann schreibe ich mich doch weil gleich nochmal ein. Morgen, wie lange? Ja, heute haben Sie bei uns bestellt und morgen bekommen Sie nochmal mehr Rabatt, weil Sie sagen, dass Sie Kunde bei uns sind. Ach so, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt aber gleich nochmal meine Daten bei Ihnen eintrage, komme ich ja gleich nochmal raus. Wenn Sie ein anderes Produkt, ein neues Produkt wollten haben, ja. So, aber kann ich das nicht gleich bei Ihnen bestellen? Ist ja albern, wenn ich das jetzt nochmal alles eintragen muss. Kann ich doch gleich alles bei Ihnen bestellen. Wir können das später machen, weil heute, wie gesagt, 4 oder 5 Produkte können Sie bestellen und dann nicht mehr. Ach so, aber Sie haben jetzt alles mal 2 gemacht, ja? Wollten Sie das mal 2 haben? Alles mal 2. Zweimal alles. Die große Behandlungen? Ja. Okay, genau. Dann werde ich nochmal sagen, okay? Ja, genau. Wenn fassen dann werde ich nochmal zusammenfassen. Genau, fassen wir nochmal zusammen. Ja. Dann Ihre Bestellung kommt mit dem Namen Lucci Stange in diese Adresse in Deutschland, in Stadt Berlin, mit Postleitzahl 12055. Braunschweiger Straße heißt die Straße und die Hausnummer 55. Ja. Okay, Sie haben heute das Produkt nochmal 6 bestellt, die Behandlung 2-mal mit dem Preis 169, 2-mal. Das Produkt gegen Gelenkschmerzen, 4+2 Packungen gegen Schell, die große Kur 2-mal, 196. Das Produkt für Männer, Amarok, die Behandlung 176, 2-mal. Und das Produkt gegen Kampffaden, die Behandlung 167, 2-mal. Das werden wir ab heute bei Ihnen schicken und wenn Sie später was wollten haben oder wollten nochmal bestellen, können Sie wieder bei uns melden. Ja. Das war alles für heute, ja? Und wie viel kostet das jetzt insgesamt? Bestätigen Sie Ihre Bestellungen? Wie viel kostet das denn insgesamt? Also das nochmal selbst ist das 2-mal, haben Sie gesagt, ja? Alles 2-mal, ja. Wie viel Gesamtpreis ist das denn? Ich muss ja das Geld, wenn Sie sagen, das ist eine Aufnahme, dann muss ich das ja zu Hause haben. Ja. Noch. Für den Nummer 6 kostet 392. Ja. Und der Rest? Okay, dann das Produkt für die Männer, also 392, das war das Produkt Normadeft. Das Amarok für die für Männer ist insgesamt 2x 352. Dann haben wir das Produkt für Gelenkschmerzen. Ja. In dem Preis 2x gleichem Preis wie Norma, 392. Ja. Und das Produkt für den Kampffaden, die 2x auch in dem Preis 167, 2x 334. Ja, und wie viel macht das denn insgesamt? Ja, das werde ich Ihnen nochmal erklären. Ja. Also, das war die Behandlung Norma, 392. Gelenkschmerzenprodukt 293, die Produkt gegen Kampffaden 334 und die Produkt für die Männer 2x auch, ja? Ja. 300. Ja, 2x auch für die Männer? Ja, ja, das nehmen wir alles 2x. Alles 2x. Okay. Weil wenn, dann muss es sich das ja gleich lohnen. Wissen Sie, wenn Sie jetzt immer ein Paket losschicken, müssen Sie doch nicht 2 Pakete. Deswegen hätte ich ja lieber eigentlich gleich mehr mit immer bestellt. Wissen Sie, weil ich rufe aber nachher nochmal an, oder Sie mich? Denn, morgen können Sie das nochmal machen. Also, wir haben das nochmal 2x 392, Gelenkschmerzenprodukt 392 2x, das Produkt für Kampffaden 334 und das Produkt für Männer 352 2x jede Produkt. Das insgesamte Preis ist 1470. 1470. Und das Zeug da für die Männer, was macht es genau? Was ist die Wirkung? Vielleicht kann ich auch mal eine Tablette nehmen. Das hilft die Männer, die männliche Probleme wie männliche Erektion oder männliche Potenz verbessern und dann Geschlechtsorgan mehr mit Zentimeter zu vergrößern und so was. Macht mehr bünter und intensiver. Das verwendet man als Behandlung, um das beste Ergebnis zu erreichen und das Ergebnis bleibt bei Ihnen sehr lange. Und ich hatte da noch eine Frage. Gibt es bei Ihnen auch so eine Creme für die Titties, wo man sich so auf den Nippel rufschmieren kann? Weil ich habe da mal gehört, es gibt so eine Titty-Creme, dass die Nippel größer werden. Das ist genau das Produkt, das wir bestellt haben. Kann man denn hat die Funktionen für den männlich
Aber ja, jetzt da auch, das jetzt haben da Sie auch, schon bestellt. Ja, aber haben Sie da auch was, wo die Titten wachsen? Wo man größere Titten Im Moment, ich glaube, haben wir das nicht, aber vielleicht nächsten Monat. Ja, das klingt ja gut. Und genau. Kann man ja da. Und, okay. Und wo sitzen Sie genau in Berlin, der Firma? Also, mit dem Produkt werden Sie, ja, wegen das wollte ich Ihnen die Servicenummer hinterlassen, bitte, damit Sie die Servicenummer haben und die Adresse erhalten können. Alle nötigen Informationen für die Firma und für alle. Ja. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich habe die Servicenummer für Sie, damit Sie mit uns in Kontakt bleiben können und alle nötigen Informationen erhalten können. Und bei der Servicenummer profitieren Sie auch von uns mehr Angebote oder Geschenke oder sowas. Ich würde ja jetzt auch zur Zusammenfassung nochmal ganz gut finden, wenn Sie nochmal erwähnen, wie lange wir telefoniert haben. Wie bitte? Wie lange haben wir denn jetzt schon telefoniert? Fast 51 Minuten. Oh ja, das ist gut, ja. Wollte ich nur nochmal hören von... Okay. Ja. Gut, okay. Dann haben wir jetzt eigentlich noch Zeit verplempert. Dann, ja, also ich trage mich denn jetzt nochmal in, ja, weil vielleicht hören wir uns ja dann nochmal und dann können wir noch ein bisschen mehr bestellen. Ja, genau. Ab morgen oder übermorgen können Sie wieder nochmal bei uns melden und mehr bestellen, okay? Gut, das klingt gut. Dann machen wir da volle Leute noch ein richtiges Programm. Das muss sich auch lohnen, wenn man da bestellt. Oder wissen Sie, eigentlich kann ich mir das ja auch ersparen, wenn Sie auch sagen, man darf nur 5 verschiedene Produkte nehmen. Aber wir können die Menge von dem jeweiligen Produkt erhöhen. Dann kann ich ja auch gleich noch mehr bestellen, wissen Sie? Okay, das verstehe ich. Und deswegen werden wir dem Produkt die Servicenummer hinterlassen, erhalten. Und Sie werden alle die Lösungen für die Frage finden, okay? Wenn Sie mehr Menge wollten haben, werden die Leiter von der Serviceabteilung Ihnen Angebote machen und sowas. Ja. Okay? Wie viel Tablettenpackungen kann man denn eigentlich mit einer Bestellung gleichzeitig bestellen? Also, bei uns können Sie heute das als Behandlung, was ich Ihnen angeboten habe, aber bei der Serviceabteilung können Sie mehr andere Angebote haben, mehr als 10 Packungen oder sowas. Ja, aber ich finde... Angebote bei der Abteilung, bei der Serviceabteilung. Sie können nur 9 Packungen verschicken oder wie? Für die Behandlung können wir das so verschicken, mit 4+2 Packungen Geschenk und eine weitere Packung mit Promotion. Aber 9 okay? Packungen, wie viele Packungen können Sie denn maximal pro Angebot machen? Ich habe Ihnen für dieses Angebot heute, Sie haben heute für jede Behandlung 12 Packungen erhalten. 12 Packungen für jede Behandlung. Und kann man da jetzt für noch die 2 Behandlungen? Ja, bei der Servicenummer, wenn Sie mit dem Produkt in den nächsten Tagen erhalten können, werden Sie den Servicenummer erhalten und können Sie mehr Angebote erhalten, mehr als 6 oder 8 Packungen bestellen, okay? Ja, ich habe Sie noch gefragt, weil dann würde ich das gleich bei Ihnen immer mitbestellen. Weil wenn ich Sie ja jetzt schon dran habe, dann können wir ja gleich ein bisschen mehr machen, wissen Sie? Dann haben Sie ja vielleicht auch was davon. Okay, wir müssen das zur ersten Bestellung abschließen und wie gesagt, Sie haben die Möglichkeit 3 bis 5 Produkte bestellen und dann eine halbe Stunde können Sie wieder nochmal bei uns heute melden und dann werden weiter bestellen, okay? Na, ich würde jetzt einfach von jeder Packung einfach noch mehr nehmen. Also das war nicht 2-mal, sondern vielleicht das war gleich 6-mal nehmen oder so. Geht das so? Zuerst können Sie 2-mal haben und dann später ab morgen können Sie wieder nochmal versuchen, okay? Na, aber wollen Sie mir das jetzt nicht verkaufen, aber wieso? Weil ich bin auch jetzt gleich... Ich kann das machen, aber... Noch sehen Sie, dann machen wir das gleich. Ja, genau, ich kann das machen, aber... Ja. Ja, dann machen wir das. Eine halbe Stunde melden Sie nochmal uns Nee, noch machen wir jetzt gleich fertig. Ich habe Sie ja gerade dran, dann können wir es ja gleich eh mal fertig machen. Dann machen wir jetzt den Rest gleich fertig. Ja, wir sind jetzt... So, dann nehme ich das jetzt alles 12-mal. Mehr kann ich mir nicht leisten. 12-mal können wir das alles machen. Also die 5 Programme, jedes Mal 12-mal. Weil es muss ja auch eine Weile halten. Das können Sie nur... Ja, ich verstehe Sie, aber ich kann Ihnen... das können Sie zum ersten Mal 2 Behandlungen haben und danach später wieder das haben, okay? No, aber ich habe Sie doch jetzt gerade an der Leitung. Gucken Sie mal, der Fernseher ist so laut. Ja, ich verstehe Sie, aber ich kann Ihre Bestellungen... Ich habe die Bestellungen eingenommen. Ja? Normadex. Gelenkschmerzenprodukt für die Männerprodukt und Kampffadenprodukt. Das kann ich Ihnen schicken, die 2-mal, dass Sie jetzt Na, aber ich würde es gleich 12-mal haben. Ich würde es gleich 12-mal nehmen. Wissen ja, Sie, das können Sie dann... Wenn Sie sich doch den Karton sparen. Ja, das verstehe ich. Müssen Sie aber eh einen großen Karton verschicken?
Machen wir das so. Ja, das können wir zuerst nur das schicken und dann später vielleicht ja. In ja, ein paar Tagen können Sie das wieder so haben. Aber das ist ja Quatsch. Ich habe sie doch jetzt an der Leitung. Können Sie doch gleich bei Ihnen gleich mitbestellen. Ja, natürlich. Aber das können wir jetzt anbieten als Angebot, weil sonst funktioniert ja. Ihr Angebot nicht, ja? Sie haben nicht das Angebot erhalten. Dann nehme ich das einfach zum regulären Preis, den Rest, wenn Sie da jetzt kein Angebot haben. Wenn Sie, dann sparen Sie sich auf den Versand, da bin ich mal nett. Dann können wir das gleich alles mit Ihnen Sie bekommen mal. Auch morgen oder übermorgen bekommen Sie Versandkosten, wenn Sie Kunde geworden sind. Das ja, sehen Sie, dann machen wir das heute lieber alles gleich mit Ema, wenn es da morgen Versandkosten gibt. Dann würde ich jetzt zu den zwei Nein, Angeboten bei Ihnen, zu den zwei Angeboten würde ich jetzt einfach noch 10 Packungen oben drauf packen. Für welche Angebote? Noch von jedem. Können wir auf jedes noch 10 Packungen drauf. Weil wenn Sie sagen, da geht ja kein Angebot, dann nehme ich jeweils noch 10 Packungen. Für welche Produkte wollten Sie noch 10 Packungen haben? Nee, ich nehme die zwei Angebote und dann auf jedes, was wir da haben, also auf alle 5, nehme ich nochmal jeweils 10 Aha. Packungen dazu. Aha. Wollten Sie das mit mehr Rabatt haben? Wie bitte? Wollten Sie das so haben, okay. Ja, genau, so hätte ich das gerne. Für jede Behandlung kann ich Ihnen mindestens 2 Packungen anbieten mit diesem Angebot. Naja, und da nochmal, die 2 Angebote und dann noch 10 Packungen extra. 10 Packungen extra? Ja, extra können Sie plus 2 Packungen, ja, können Sie nur 2 Packungen heute haben. Morgen werden Sie vielleicht mehr Angebot haben. Und bei der Servicenummer kann ich Ihnen jetzt hinterlassen, damit Sie in Kontakt bleiben mit der Servicenummer und diese Angebote suchen, was gibt, okay? Na, aber wir werden Ihnen das so schicken. Wenn da nur so wenig kommt, dann Nein, kommt das ja nicht vielleicht. Wenig. Aber wie viele Tabletten genau, sind da, weil wie viele Tabletten sind da drin? Jede Packung hat 20 Tabletten. Wie viele Tabletten sind es denn insgesamt, die wir heute bestellen? Also, für die Behandlung haben Sie 6 Packungen mit 6 Packungen zweimal bestellt mit 120 Kapseln jeweils. Das sind denn wie viele Tabletten insgesamt? Für jede Bestellung für Gelenkschmerzen und Normalität sind 240. Ja, und insgesamt dann mit allen zusammen, wie viele Tabletten sind das denn alles? Für jede Behandlung 240 Kapseln. Also 240 mal 5. Weil es sind ja 5 Behandlungen. Oder sind es 10 Behandlungen, die wir da jetzt haben? Ich habe das nicht ganz begriffen. Nein, wir haben die 2 Behandlungen mit für jede Behandlung 120 Kapseln. Sie haben das zweimal bestellt, 120 mal 2, 240. Okay, also sind wir insgesamt denn, okay. Also 120 mal 2 sind 440, ja? Mhm. So, und 440 haben wir denn insgesamt 5 Bestellungen, also 5 mal 440, richtig? Ja, aber 2 sind Kapseln, 2 sind Gelbform. Und wie viele Kapseln kann 2 man mit... 2 Produkte, 2... Ja, und wie ja. viel... Und zweimal wie viel am Tag, zweimal am ich, Tag. Und wenn ich davon mehr nehme, was passiert denn? Gar nichts. Ach, verstecken Sie die Ergebnisse. Also kann man theoretisch genau. auch alles jetzt alles nehmen und es zu Mehl verarbeiten. Okay, ja, weil das hat keine Benefits oder Nebenwirkungen. Ach so, ja. Okay, Herr Lutschistange, ja, also nochmal bitte. Mhm. Ich wollte mit Ihnen nochmal die Zusammenfassung machen, Natürlich. Weil ich habe, wir müssen Feierabend jetzt machen, okay? Aber jetzt und schon. Sonst können wir dann nicht mehr, also Sie haben nicht mehr weiter telefonieren, weil... Wir haben jetzt Feierabend in unserer Firma. Oh. Genau. Ja, dann müssen wir nochmal ganz in Ruhe. Okay, dann werde ich. Alles nochmal zusammenfassen. Okay, dann werde ich nochmal zusammenfassen, ja? Ja. Okay. Dann ich habe heute mit Ihnen gesprochen. Die Familie und Vorname lautet Lutschistange. Lutschistange. Sie wohnen in Deutschland. Ja, Lutschistange. Ja. Lutschistange. Die Adresse ist, das Produkt liefert nach dieser Adresse. In den nächsten Tagen in der Stadt Berlin, Postleitzahl 12055. Ja. Die Straße heißt Braunschweiger Straße, die Hausnummer ist 55. 55, ja, haben Sie fast schon mal auf falsch gesagt. Okay, genau. Sie haben aber heute die Behandlungen bestellt, das Normadex. Jo. Aber haben das auch richtig jetzt, weil Sie sagen immer 45. Nicht, dass bei euch versehene 45. Wie kommen Sie denn immer auf die 45? Wo kommt denn die das her? Das habe ich falsch gesagt, zum zweiten Mal. Ja, das habe ich falsch gesagt, aber das weil ist nicht, 55 da und habe ich richtig notiert. Ja. Ja, ja. Entschuldigung, also nochmal die Adresse. Das ist Berlin,
Ja, das ist Berlin, Postleitzahl 12055. Ja. Braunschweiger Straße ist die Adresse, die Hausnummer 55. Ja, und okay. Ihre Ja? Ja, also die Bestellungen kommen ab heute bei Ihnen, die Norma deckt zweimal mit dem Produkt, mit Angebot 169 zweimal. Das Produkt für die Männer zweimal 176 pro Behandlung. Das heißt ja, glaube ich, Erik von Aktiv, ja? Die Levikose gegen Krampfadern zweimal. Ja. Genau. Stimmt, und das Produkt für Gelenkschmerzen zweimal 169 zweimal, okay? Das Gelenkschmerzenmittel. Das werden wir ab heute bei Ihnen schicken. War aber auch was zum Abnehmen dabei? Die Kapseln zum Abnehmen, ja. Ja, das sind in dem Preis. Genau, das sind zweimal oder einmal, bitte? Ja. Zweimal in den Preis 187, okay? Ja, das ist perfekt, ja, genau. Okay, dann werden Sie in den nächsten Tagen erhalten, okay? Sind Sie damit einverstanden? Bestätigen Sie Ihre Bestellungen? Ja, na klar. Und wie viel Euro waren das jetzt insgesamt nochmal? Also was war jetzt der Gesamtbetrag, den ich zu Hause haben muss in meinem Sparstrumpf? Ja, das haben wir vereinbart, die vier Produkte 1470 und Sie haben das zum Abnehmen, das war zweimal mit dem Preis 187, ja, okay? Ja, also der Gesamtbetrag ist... Okay, das war, das genau, der gesamte Preis ist für heute, das ist das, also 1470 Euro die erste Behandlung. Dann plus die zweite, das war 374, okay? Plus 374. Ja, genau. Die gesamte Preis ist 1844, okay? Oh ja, ja, das nehmen wir. Okay, sind Sie damit einverstanden? Die Bestellungen kommen bei Ihnen in den nächsten Tagen. Bestätigen Sie den für heute? Wie meinen Sie das mit heute? Das habe ich jetzt nicht. Wie meinen Sie das Bestätigen genau? Sie Ihre Bestellung heute? Bestätigen Sie Ihre Bestellungen heute? Ach so, wenn ich das heute bestätige, dann kriege ich das heute noch. Also kommt das mit Prime oder ja. Wie? Ach, das kommt? Ja, nein, noch? Das kommt in den nächsten Tagen mit dem schnellen Lieferung, aber die Frage war, ob Sie damit einverstanden sind. Ja, ja. Aber ich muss noch wissen, zu wann ich das Geld da haben muss. Weil ich muss das ja erst von der Sparkasse abholen. Ja, bevor Sie das Produkt erhalten, einen Tag vor, meldet der Kurier Ihnen. Und kriegt man dann da auch einen Kassenzettel, wenn der da, Ihr Telefon klingelt wieder? Ja, natürlich. Alle Preise stehen dabei bei der Lieferung mit dem Zettel, damit Sie können nochmal durchsehen, was für eine Bestellung gemacht haben, okay? Gut, und dann trage ich mich gleich nochmal bei Ihnen auf der Webseite ein, ja? Weil vielleicht hören wir uns ja dann nochmal. Natürlich, okay. Ja, prima. Sind Sie damit einverstanden für die Bestellung für heute? Ja, na klar. Bestätigen Sie das? Na klar, ja, mache ich. Ja. Ja, vielleicht hören wir uns ja dann nochmal. Okay, dann ich muss... Sie müssen ja, können wir nochmal morgen diskutieren, genau. Ich habe alles notiert, was Sie jetzt gesagt haben. Wir werden das bei Ihnen losschicken. Ja. Und ich muss jetzt loslegen, weil wir haben Feierabend. Bedanke mich bei Ihnen und ob Sie später oder morgen was wollten haben, können Sie sich mal bei uns melden. Ja, das machen wir, mein kleines Engelchen. Das machen wir so. Ja. Gut, dann bestellen wir da deinen Rotzlöffel. Auch schöne Grüße. Der hat ja bestimmt jetzt Hunger. No? Nachdem er Mutti so lange telefoniert hat. Bedanke mich auch bei Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen Tag noch, gute Behandlung mit den Produkten und bis zum nächsten Mal. Ja, bis nächstes Mal. Tschüssi. Das war's leider schon von unserem Hörspiel Kakerlaken-Party. Im nächsten Jahr, also nächste Woche, geht's dann schon weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniere gerne den Kanal, wenn du auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, weil dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn es hier ein neues Hörspiel auf dem Kanal gibt. Du siehst jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an vielen weiteren Videos. Schau auch hier gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.